Im Jahr 2017 wurde ein seltsames Objekt in unserem Sonnensystem gesichtet. Es hatte die Form eines langen Rohres, ähnlich wie ein Pfannkuchen. Kein bekannter Asteroid oder Komet, den wir gesehen haben, sieht so aus. Auch seine Außenseite war eigenartig. Sie war mindestens 10-mal reflektiver als das durchschnittliche Material, das durch den Raum fliegt. Wobei einige behaupteten, es hätte eine Oberfläche ähnlich wie poliertes Metall. Als es an der Sonne vorbeizog und unsere Reichweite verließ, beschleunigte es schneller, als unsere Schwerkraft es erklären konnte. Auf den ersten Blick sah es so aus, als hätte dieses Ding eine Rakete auf dem Rücken. Dieser ungewöhnliche Besucher bekam sogar einen speziellen Namen. Oumuamua. Es stammt aus dem Hawaiianischen und bedeutet Pfadfinder oder Besucher aus einem fernen Land. Und aufgrund seiner Eigenschaften begannen die Wissenschaftler bald zu überlegen, ob dies endlich ein Besuch von außerirdischen Lebewesen sein könnte. Bevor sie vollständig auf die wissenschaftlichen Vermutungen eingingen, sammelten die Astronomen die Informationen, über die sie sich sicher waren. Sie begannen mit der Tatsache, dass Oumuamua aus einem anderen Sonnensystem stammen muss. Es muss in seinem Heimatsystem ein unglückliches Ereignis gegeben haben, das zu seiner Ausstoßung führte. Was sie nicht wussten, war, ob es sich um einen Kometen oder einen Asteroiden handelte. Beides sind Himmelskörper, die eine Sonne umkreisen, aber sie haben unterschiedliche Zusammensetzungen und Verhaltensweisen. Kometen bestehen hauptsächlich aus Eis, Staub und felsigem Material, oft als schmutzige Schneebälle bezeichnet. Wenn ein Komet sich der Sonne nähert, verursacht die Hitze die Verdampfung des Eises, wobei Gas- und Staubpartikel ins All freigesetzt werden. Dies erzeugt einen hell leuchtenden Schweif, der sich über Millionen von Kilometern erstrecken kann. Kometen haben im Allgemeinen elliptische Bahnen, die sie oft von den entfernten Bereichen des Sonnensystems näher zur Sonne führen. Asteroiden bestehen jedoch hauptsächlich aus Gestein und Metall. In unserer Nachbarschaft sind sie Überreste aus der frühen Entstehung des Sonnensystems und befinden sich typischerweise im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Im Gegensatz zu Kometen entwickeln Asteroiden keine Schweife, wenn sie der Sonne nahe kommen, da sie kein Eis enthalten. Ihre Umlaufbahnen folgen im Allgemeinen eher kreisförmigen Pfaden im Vergleich zu Kometen. Nach allen Berichten sollte Oumuamua ein Komet sein, denn es scheint aus einem anderen Ort im Universum zu stammen. Dennoch zeigt es nicht die typischen Anzeichen von Kometenaktivität. Moment mal. Mache ich einen Kommentar zu Kometen? Nein, vergiss es. Oumuamua hat keinen Schweif und stößt kein Gas aus, wenn es vorbeifliegt. Nicht wie ich. Obwohl es sich wie ein Komet verhält, sieht es eher wie ein Asteroid aus. Eine weitere große Frage ist, wie Wissenschaftler es überhaupt geschafft haben, Oumuamua zu entdecken. Angesichts der Unendlichkeit des Raumes und der Zeit in der Galaxie ist dies bemerkenswert. Sterne haben Lebenszeiten, die Millionen oder Milliarden von Jahren umspannen und die Bildung eines Sonnensystems dauert Hunderte von Millionen Jahren. Selbst die schnellsten Objekte brauchen Zehntausende von Jahren, um von einem Stern zum anderen zu reisen. Im Gegensatz dazu beobachten Menschen den Himmel erst seit etwa 400 Jahren mit Teleskopen, ein winziger Bruchteil der kosmischen Zeit. Und erst in den letzten Jahrzehnten, sogar Jahren, haben wir die Technologie entwickelt, um schnelle, lichtschwache Objekte zu erfassen und zu verfolgen. Entweder sind Felsen wie diese häufig, oder wir hatten mit unseren Entdeckungen unglaubliches Glück. Oder es wollte einfach gesehen werden. Eine weitere gestellte Frage war, woher solche Objekte stammen könnten. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Oumuamua aus einem ausgereiften, stabilen Sonnensystem kam. Das liegt daran, dass solche Systeme nicht genug Material ausstoßen, um die Galaxie zu füllen. Gelegentlich könnte ein zufälliger Felsbrocken herausgeschleudert werden, aber er kann selten so weit reisen. Junge Systeme hingegen verhalten sich anders. In diesen chaotischen Umgebungen finden überall Kollisionen, Fusionen und Migrationen statt. Viele kleine Felsbrocken streunen herum, perfekte Kandidaten für eine Ausstoßung. Das Sonnensystem, das Oumuamua hinausgeworfen hat, muss einen Planeten ähnlich dem Jupiter gehabt haben. Seine massive Größe und Schwerkraft könnten andere Objekte im System beeinflussen und mögliche Ausstöße verursachen. Aber nicht alle Sonnensysteme entwickeln Jupiter-große Planeten. Häufig enden massive Planeten nahe an ihren Sternen und werden zu heißeren Versionen des Jupiters. Diese Planeten, die eng um eine Sonne kreisen, haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, Trümmer auszustoßen. Planeten, die dem Neptun ähneln, könnten ebenfalls eine Rolle spielen. Obwohl sie nicht so massiv wie der Jupiter sind, neigen sie dazu, die äußeren Regionen von Sonnensystemen ihr Zuhause zu nennen.
Unser Sonnensystem hat den Kuipergürtel, ein Reservoir für Kometen in seinen äußeren Bereichen. In den frühen Stadien eines Sonnensystems sind Interaktionen zwischen Neptun-ähnlichen Planeten und Trümmern häufig. Obwohl, es hat sich als schwierig erwiesen, Neptun-ähnliche Planeten in anderen Systemen zu finden. Unsere Methoden zur Erkennung von Exoplaneten funktionieren besser für massive Objekte, die ihren Sternen nahe sind, was es schwierig macht, Neptun-Pendants weiter entfernt zu entdecken. Oumuamua wurde auch mit einer eigenartigen Theorie verknüpft, wie das Leben im Universum entstanden ist. Panspermia. Dies ist eine Hypothese, die vorschlägt, dass Leben im gesamten Universum existiert und durch verschiedene Mittel zwischen Planeten verteilt werden kann, wie zum Beispiel Asteroiden, Kometen und sogar Raumschiffe. Sie besagt, dass das Leben an einem Ort im Universum seinen Ursprung haben muss und sich dann auf andere Himmelskörper ausgebreitet hat. Anhänger der Panspermie-Theorie haben vorgeschlagen, dass solche interstellaren Objekte möglicherweise winzige Mikroben, diese Bausteine des Lebens, zwischen Sternensystemen transportieren könnten. Wenn solche Objekte auf einen Planeten oder einen Mond treffen würden, könnten sie diese Materialien übertragen und den Himmelskörper mit Leben besiedeln. Bisher gibt es jedoch keine Beweise dafür, dass dieser spezielle Komet Leben zwischen Sternensystemen transportiert hat. Nach Jahren der Forschung wurde schließlich der allgemeine Konsens erreicht, dass Oumuamua tatsächlich ein Komet ist. Der Grund für seine eigenartige Bewegung könnte gefrorener Wasserstoff auf seiner Oberfläche sein, der reagiert, wenn er von Sonnenlicht berührt wird. Je näher er unserer Sonne kam, desto schneller wurde er, wobei er diesen Wasserstoff freisetzte und auch seinen Pfad durch unser Sonnensystem änderte. Auch seine Farbe stützt diese Theorie. Er ist rot, was darauf hindeuten könnte, dass er lange Zeit kosmischer Strahlung ausgesetzt war. Je länger er diesen Strahlen ausgesetzt war, desto mehr Wasserstoff sammelte er im Prozess. Aber da sie nicht ganz sicher sein können, haben die Astronomen einen Plan, diesem Besucher zu folgen. Eine Idee ist, eine Mission zu schicken, um ihn zu überprüfen. Er ist bereits weit von uns entfernt, aber es ist möglicherweise noch nicht zu spät. Es könnte möglich sein, eine Sonde schnell genug zu schicken, um den Kometen einzuholen. Der Plan wurde Projekt Lyra genannt und beabsichtigt, die Erdumlaufbahn und die des Jupiters zu nutzen, um eine Sonde weit genug hinauszuwerfen, um Oumuamua zu erreichen. Wenn es klappt, wird es das schnellste Raumfahrzeug sein, das wir in das Universum geschickt haben. Eine potenzielle Flugbahn der Raumsonde beinhaltet die Nutzung der Gravitationskraft unseres Planeten und die des Jupiters als eine Art Lasso-Effekt. Aber nicht der von Ted Lasso. Die Sonde wird unseren Planeten verlassen und wieder in die Erdumlaufbahn einkehren, bevor sie auf den Jupiter einwirkt. Sie wird ein zweites Mal in die Nähe unseres Planeten geschickt, wo sie mit genügend Kraft ausgestoßen wird, um den Kometen zu erreichen. Project Lyra hat auch das Ziel, einem zweiten weit entfernten Besucher zu folgen, der Borisov heißt. Dieser wurde von einem Hobbyastronomen entdeckt und trägt nun seinen Namen. Was daran interessant ist, ist, dass er makellos ist. Ähnlich wie bei unserer Erfahrung mit Oumuamua haben wir auch noch nie etwas wie Borisov gesehen. Studien des Lichts, das von seiner Staub- und Gaswolke kommt, zeigen, dass es im Vergleich zu anderen Weltraumobjekten sehr sauber ist. Nachdem es erstmals im August 2019 bemerkt wurde, studierten Astronomen seinen Weg durch unser Sonnensystem und kamen zu dem Schluss, dass es ebenfalls von einem anderen Stern stammt. Borisov gab uns jedoch mehr Zeit zur Untersuchung, da wir es früher auf seiner Reise durch unsere Nachbarschaft entdeckt haben. Forscher verwendeten fortschrittliche Teleskope, um den Staub zu untersuchen, der von Borisov abkommt. Sie stellten fest, dass er mehr als 181 Kilogramm Staub pro Sekunde abgibt. Sie fanden auch heraus, dass Borisov mehr Kohlenmonoxid hat, als Kometen aus unserem Sonnensystem normalerweise haben. Aber die Menge ist nicht überall auf dem Kometen gleich. Dies zeigt uns, dass das Weltraumobjekt wahrscheinlich in der Nähe seines Heimatsterns zu formen begann, bevor es sich entfernte. Vielleicht wegen größerer Planeten in seinem System. Das Licht von Borisov ist weitaus stärker polarisiert als das Licht von anderen Kometen, die wir gesehen haben. Und seine Wolke ist superglatt. Dies zeigt uns, dass Borisov noch nie mit einem anderen Stern interagiert hat. ...1990 wurde das Weltraumteleskop Hubble erfolgreich in eine niedrige Erdumlaufbahn gebracht. Seitdem hat es mehr als 30 Jahre lang zahlreiche Himmelsobjekte beobachtet. Das zu Ehren des Astronomen Edwin Hubble benannte Teleskop wurde von der NASA entwickelt.
zusammen mit dem Compton-Gamma-Strahlen-Observatorium, dem Chandra-Röntgen-Observatorium und dem Spitzer-Weltraumteleskop gehört es zu einer Gruppe von Instrumenten, die als die großen Observatorien bekannt sind. Hauptziel des Hubble-Weltraumteleskops ist es, das Universum zu erforschen und grundlegende Fragen zu beantworten, zum Beispiel wie Galaxien entstehen und sich entwickeln und wie sich das Universum selbst im Laufe der Zeit verändert hat. Mithilfe des Teleskops wurden viele wichtige Entdeckungen gemacht, darunter die dunkle Materie und die Geschwindigkeit, mit der sich das Universum ausdehnt. Die Säulen der Schöpfung sind eines der berühmtesten Bilder des Weltraumteleskops Hubble. Es zeigt eine Region im Adlernebel, in der neue Sterne entstehen. Das Bild stammt aus dem Jahr 1995 und zeigt beeindruckende Gas- und Staubformationen, die sich majestätisch über den Nebel erheben. Es wurde zu einem der ikonischsten Bilder des Universums. Trotz anfänglicher technischer Probleme blieb das Hubble-Teleskop aktiv und lieferte weiterhin wichtige wissenschaftliche Entdeckungen. 1993 wurde ein Defekt am Hauptspiegel des Teleskops festgestellt, der das Licht nicht mehr effektiv sammeln konnte. Ein Jahr später wurde eine Reparaturmission entsandt, um das Problem zu beheben. Seither funktioniert das Teleskop wieder einwandfrei. Eine der faszinierendsten Entdeckungen, die mit diesem bemerkenswerten Teleskop gemacht wurde, liegt noch nicht lange zurück. Ein Bericht, der auf Daten des Weltraumteleskops Hubble basiert, zeigt ein schwaches Leuchten im Raum um unser Sonnensystem, das durch nichts erklärt werden kann. Die Astronomen nennen dieses rätselhafte Leuchten Geisterlicht, da sie seine Quelle bisher nicht identifizieren konnten. Man weiß, dass das Licht nicht von nahen Sternen oder Galaxien in unserem Sonnensystem stammt. Auch Staub aus dem Sonnensystem kann als Ursache ausgeschlossen werden. Die Forscher sind sich nicht sicher, woher das Licht stammt, vermuten aber, dass es sich um winzige Staub- und Eispartikel von Kometen handeln könnte. Diese Theorie ist allerdings noch nicht bestätigt. Wenn wir das Universum erforschen, entdecken wir oft leuchtende Objekte wie Planeten, Sterne und Galaxien. Manchmal stoßen wir aber auch auf Lichtquellen, von denen wir es nicht erwartet hätten, zum Beispiel zwischen den Planeten. Möglicherweise stammt dieses Licht aus den Tiefen unseres Sonnensystems und stellt ein neues, noch unerforschtes Phänomen dar. Mit anderen Worten, es könnte etwas im Zentrum unserer Galaxie geben, das enorme Mengen an Licht erzeugt. Auch die Raumsonde Voyager 1 hat Bilder aufgenommen, die zeigen, dass viel Licht vom Rand unseres Sonnensystems kommt. Warum ist uns das bisher entgangen? Nun, weil das meiste Licht auf den Bildern des Hubble-Teleskops von erdnahen Objekten stammt. Die Menschen ignorieren dieses Licht, weil sie sich mehr für weiter entfernte Objekte wie Sterne und Galaxien interessieren. Wie viel Licht es im Universum gibt und woher es kommt, ist noch nicht genau erforscht. Wissenschaftler haben mit dem Hubble-Teleskop nach schwachen Galaxien gesucht, die für das schwache Licht verantwortlich sein könnten. Dabei stellten sie fest, dass es nicht genügend solcher Galaxien gibt, um das zusätzliche Licht am Himmel zu erklären. Obwohl das Licht nur so stark ist wie das von 10 Glühwürmchen, ist diese Entdeckung wichtig, weil sie darauf hinweist, dass wir vielleicht etwas übersehen haben. Das Hubble hat auch andere wichtige Entdeckungen gemacht, zum Beispiel die dunkle Materie. Diese Materie ist für uns unsichtbar, aber wir wissen, dass sie existiert, weil sie die Schwerkraft beeinflusst. Sie macht etwa 23% des Universums aus. Hubble hat untersucht, wie die dunkle Materie das Licht beeinflusst und 3D-Karten ihrer Verteilung erstellt. Diese Karten zeigen, dass die dunkle Materie mit der Zeit an Masse zuzunehmen scheint und sich ähnlich wie die Schwerkraft verhält. Das Hubble-Teleskop hat nicht nur zwei neue Monde entdeckt, Nix und Hydra, sondern auch die sich verändernde Oberfläche des Zwergplaneten untersucht. Es bestimmte auch die Masse des Planeten Eris, der größer als Pluto ist. Dies ließ die Forscher vermuten, dass es im Kuipergürtel, einer Region außerhalb unseres Sonnensystems, ähnliche Objekte geben könnte. Diese Entdeckungen führten zur Neuklassifizierung von Pluto als Zwergplanet und könnten uns helfen, die Entwicklung unseres Sonnensystems besser zu verstehen. Gammastrahlenausbrüche sind die gewaltigsten Explosionen im Universum und lange Zeit wusste niemand, woher sie kommen. Hubble entdeckte, dass Gammastrahlenausbrüche in Galaxien auftreten, die viele Sterne produzieren und wenig schwere Elemente enthalten. Dies deutet darauf hin, dass sie entstehen, wenn große Sterne zu schwarzen Löchern kollabieren. In solchen Galaxien gibt es viele große Sterne, die schnell zu schwarzen Löchern werden können, weil sie wenig schweres Material enthalten. 1994 kollidierte der Komet Shoemaker-Levy 9 mit dem Jupiter.
Hubble dokumentierte das Ereignis wie ein findiger Journalist. Der Komet zerbrach in viele kleine Teile, die 21 weitere Kollisionen auslösten. Der größte Einschlag erzeugte einen Feuerball und einen dunklen Fleck auf der Jupiteroberfläche. Hubbles Beobachtungen weckten nicht nur das öffentliche Interesse an kosmischen Einschlägen, sondern lieferten auch neue Erkenntnisse über die Jupiteratmosphäre. In der Liste der Hubble-Entdeckungen dürfen die schwarzen Löcher nicht fehlen. Das sind Punkte im Universum, in denen die Schwerkraft so stark ist, dass nicht einmal das Licht entkommen kann. Sie üben eine ungeheure Anziehungskraft auf Materie aus, sodass diese auf engstem Raum zusammengepresst wird. Das passiert, wenn sich ein Stern wie unsere Sonne dem Ende seines Lebens nähert. Am Anfang hat der Stern einen dichten, heißen Kern, in dem Wasserstoff verbrennt. Unter dem Einfluss der Schwerkraft versucht er dann, seine Masse auf einen winzigen Punkt zu reduzieren. Solange der Stern Energie aus der Wasserstofffusion bezieht, drängt er nach außen. Das Leben eines Sterns hängt also von einem empfindlichen Gleichgewicht zwischen diesen Kräften ab, das Millionen oder sogar Milliarden von Jahren andauern kann. Wenn diese Energie aufgebraucht ist, bleibt nur noch die Gravitation. So werden manche Sterne zu schwarzen Löchern. Schwarze Löcher sind für uns unvorstellbar, da selbst Licht ihrer Anziehungskraft nicht entkommen kann und sie für das menschliche Auge unsichtbar sind. Um sie im Universum aufzuspüren, braucht man spezielle Geräte und Teleskope. Hubble hat herausgefunden, dass die meisten Galaxien mit einem zentralen Sternenhaufen wahrscheinlich supermassive schwarze Löcher haben. Hubble stellte auch eine starke Korrelation zwischen der Größe dieser schwarzen Löcher und der ihrer Muttergalaxien fest, was uns helfen könnte zu verstehen, wie sich das Universum im Laufe der Zeit entwickelt hat. Was ist ein supermassereiches schwarzes Loch? Das ist ein mega großes schwarzes Loch, das sich normalerweise im Zentrum einer Galaxie befindet und Millionen oder sogar Milliarden Mal größer ist als die Sonne. Diese schwarzen Löcher sind so mächtig, dass sie Sterne und sogar ganze Galaxien verschlingen können. Forscher untersuchen diese rätselhaften Objekte, weil sie eine wichtige Rolle bei der Entstehung und Entwicklung von Galaxien spielen könnten. Vor Hubble wussten wir nicht genau, wie alt das Universum ist. Das führte oft zu seltsamen Paradoxien. Zum Beispiel schienen die von den Astronomen entdeckten Sterne älter zu sein als das Universum selbst. Hubble gelang es jedoch, das Alter des Universums zu bestimmen, indem es die Expansionsrate des Universums abschätzte. Das Ergebnis 13,75 Milliarden Jahre. Die Frage nach dem genauen Alter des Universums ist von großer Bedeutung, da die Mehrheit der Astronomen davon ausgeht, dass das Universum nicht ewig existiert, sondern aus einem einzigen, heißen und dichten Feuerball, dem Urknall, entstanden ist. Wenn ein Asteroid wie Apophis die Erde trifft, werden wir zerstört. Massive Erdbeben werden ausbrechen und Tsunamis werden alles überschwemmen. Apophis ist 1 Milliarde Jahre alter Himmelskörper, der seit der Entstehung unseres Sonnensystems existiert. Sie fragen sich vielleicht, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieser riesige Weltraumstein im Jahr 2029 mit unserem Planeten kollidiert. Nun, das wollen wir doch herausfinden, oder? Apophis ist ein großer, schlimmer Asteroid, der im Jahr 2004 vom Kitt Peak National Observatorium in Arizona entdeckt wurde. Seitdem hat er stolz den Titel als einer der gefährlichsten jemals gefundenen Asteroiden getragen. Er ist etwa 1100 Fuß breit. Das ist ein wenig größer als das Empire State Building und der Eiffelturm. Wegen seiner Furchterregendheit wurde er Apophis genannt, wie das ägyptische unsterbliche Wesen, das als Verursacher von ewiger Dunkelheit und Zerstörung auf die Erde galt. Im Jahr 2021 hatten Forscher eine einmalige Gelegenheit, diesen treibenden Felsen zu studieren, als er an unserem Planeten vorbeizog. Und darauf kommen wir in einer Minute zurück. Nun sagen einige Wissenschaftler, dass es eine 2,7% Chance gibt, dass Apophis am Freitag, dem 13. April 2029, auf die Erde trifft. Schuld an diesem ist der Jakobsky-Effekt, da er diesen Weltraumstein leicht zur Erde hinstoßen kann. Dieser Effekt entsteht durch die ungleichmäßige Emission von thermischen Photonen durch ein rotierendes Himmelsobjekt und führt zu einer faszinierenden in dem Raum ausgeübten Kraft. Diese emittierten Photonen besitzen einen Impuls und spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Dynamik des Körpers. Der Asteroid hat zwei Seiten, dunkel und hell, genau wie der Mond. Die helle Seite zeigt zur Sonne und ist wärmer als die dunkle Seite. Aber das Ding dreht sich auch,
sodass die Seiten ständig ihre Richtung und Temperatur ändern. Diese Veränderung könnte schädlich sein, denn sie drückt Apophis leicht in Richtung Erde. Leider weiß niemand, wie der Yarkovsky-Effekt den Pfad des Asteroiden beeinflussen wird. Andererseits haben Astronomen bei der letzten Erdnahe des Asteroiden im Jahr 2021 mit Radar genaue Messungen seiner Flugbahn vorgenommen und zuversichtlich geschlossen, dass Apophis die Erde im Jahr 2029 um etwa 32.000 Kilometer sicher verfehlen wird und uns für mindestens 100 Jahre nicht mehr belästigen wird. Im Allgemeinen wird unser Planet alle 80.000 Jahre von einem fallenden Stern getroffen, der ähnliche Dimensionen wie Apophis hat. Das letzte Mal, dass wir von einem etwas kleineren Meteor getroffen wurden, war im Jahr 2013. Ein neues Raumschiff, entwickelt von der NASA unter dem Namen OSIRIS-REx, wurde im Jahr 2016 gestartet, um Proben von einem etwas weniger beängstigenden Himmelskörper namens Bennu zu sammeln. 4 Jahre später erreichte es schließlich dieses Ziel, nahm einige Proben, verabschiedete sich schnell von Bennu und begann die Rückreise zur Erde. Die Proben wurden sicher in einer Kapsel gelagert, die in Utah abgeworfen wurde. Bisher ist dies die bedeutendste jemals von einem Asteroiden genommene Probe. Nach der Lieferung verschwendete das Raumschiff keine Zeit und begann, Apophis zu verfolgen. Jetzt wurde OSIRIS-REx in OSIRIS-APEX umbenannt und spielt derzeit Fangen mit Apophis. Mit etwas Glück wird am 2. April 2029, wenn der Asteroid dicht an der Erde vorbeizischt, das Raumschiff Apophis erreichen und auf ihm landen. Es wird 18 Monate lang auf Apophis bleiben und wertvolle Informationen sammeln und tausende von Bildern machen. Der Asteroid wird mit Hilfe von leistungsstarken Teleskopen überwacht. Irgendwann wird Apophis der Sonne zu nahe kommen und dann wird die gesamte Überwachungsarbeit auf dem Rücken von OSIRIS-APEX liegen. Wenn Sie in Europa, Westasien oder Afrika leben, sind Sie einer dieser glücklichen Menschen, die die einmalige Gelegenheit haben werden, Apophis mit bloßem Auge zu sehen. Es wird am Himmel in diesen Regionen im Jahr 2029 sichtbar sein. Und diejenigen, die Teleskope haben, werden es wieder im Jahr 2036 erkennen können. OSIRIS-APEX wird definitiv einige Probleme erfahren, da der Asteroid eine dicke Kruste hat und das Raumschiff wird nicht so einfach Daten sammeln können, wie es bei Bennu der Fall war. OSIRIS-APEX hat einen einzigartigen Schubdüsentreibstoff, der allen Staub von Apophis bei der Landung wegwehen wird. Das wird eine perfekte Gelegenheit sein, um die Oberfläche des Asteroiden zu analysieren und herauszufinden, aus was er besteht. Das Handwerk wird 1,5 Jahre damit verbringen, den Asteroiden zu kartieren und versuchen, Veränderungen in seiner Form zu erkennen. All diese Forschung wird zeigen, wie sich der Himmelskörper wahrscheinlich bewegen wird, damit wir bessere Pläne zum Schutz der Erde vor solchen Dingen entwerfen können. Im Jahr 2025 wird NASA auch die Mission Apophis Pathfinder starten. Und es wird das erste Raumschiff sein, das jemals diesen Asteroiden berührt. Es wird ungefähr 1 Jahr nach seinem Start landen. Darüber hinaus hat die NASA vorgeschlagen, einen Schwarm von winzigen Schiffen ins All zu schicken, um der Menschheit dabei zu helfen, wirksame Schutzmaßnahmen gegen Asteroideneinschläge zu entwickeln. Wir wissen, dass Apophis im primären Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter entstanden ist. In den vergangenen Millionen Jahren hat dieser Himmelskörper aufgrund des erheblichen Einflusses der Gravitation Jupiters seinen Pfad verändert. Jetzt scheint es so, als würde er die Sonne mehr bevorzugen, was bedeutet, dass dieser Asteroid der Erde sehr nahe ist. Deshalb wird er als erdnaher Himmelskörper eingestuft. Es wurden viele Tests und Forschungen durchgeführt, um einen Weg zu finden, wie man mit Asteroiden umgehen kann. Einige Lösungen beinhalten das Bohren und Sprengen des Weltraumkörpers von innen oder das Testen neuer Technologien, wie das Anbringen von Raketen daran und den Versuch, ihn von der Erde wegzulenken. Wir können ihn auch mit etwas treffen, das sich mit hoher Geschwindigkeit bewegt, um seine Richtung zu ändern. Apophis ist ein S-Typ-Asteroid, der aus Gestein und Metallen wie Eisen und Nickel besteht und die Form einer Erdnuss hat. Er kann uns viel über die Vergangenheit und möglicherweise die Zukunft erzählen. Die Untersuchung dieses Weltraumobjekts könnte enthüllen, wie das Leben auf der Erde begann und wie Pflanzen erschienen sind. Es gibt viele Theorien, die vorschlagen, dass Wasser durch einen Asteroiden oder einen Kometen auf unseren Planeten gelangte. Asteroiden sind wie unbezahlbare Zeitkapseln.
im Gegensatz zu Steinen auf der Erde, die Tausende von Veränderungen durchgemacht haben, wie beispielsweise Erosion, sind die meisten Himmelskörper noch intakt und viel einfacher zu studieren. Wenn Meteore auf die Erde fallen, werden sie mit Schutt bedeckt, der unmöglich zu entfernen ist. Deshalb ist es so wichtig, Apophis zu studieren, während er noch im Weltraum ist. Außerdem bestehen einige Asteroiden aus Edelmetallen wie Platin. Derzeit haben wir eine hohe Nachfrage nach Metallen, die wir in der Produktion verwenden, und das Abbau von Metallen auf der Erde ist ziemlich schwierig. Nur ein großer Meteor könnte Eisen, Nickel, Gold und Platin enthalten, das uns Millionen von Jahren erhalten könnte. Wenn Apophis diese Menge an Metallen hat, werden wir sie abbauen und zur Erde zurückbringen wollen. Ein Weltraumfelsen könnte Quadrillionen von Dollar wert sein, was den Weltraumabbau sehr rentabel macht. Und dennoch würde es uns mehr kosten, ihn zur Erde zurückzubringen, als diese Materialien hier auszugraben. Mit fortschreitender Technologie und der Entwicklung neuer Arten von Raketen könnte dies irgendwann möglich werden. Auch wenn wir für die nächsten 100 Jahre sicher vor Apophis sind, wollen Sie wahrscheinlich trotzdem sehen, was passieren würde, wenn so etwas tatsächlich auftrifft. Komm schon, sicher willst du das. Nun, lassen Sie mich zuerst sagen, dass Sie den Klang der Kollision hören und wissen werden, was passiert ist, auch wenn Sie meilenweit entfernt sind. Sie sollten Ihr Haus oder Ihre Wohnung sofort verlassen. Kurz nach dem Einschlag werden massive Erdbeben ausbrechen und viele hohe Gebäude werden einstürzen. Daher könnte es Ihre beste Option sein, Städten fern zu bleiben, wenn Sie die Wahl haben. Aber nicht mit dem Auto fliehen. Es wird massive Verkehrsstaus geben und alle werden in Panik geraten. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu gehen, ist Ihre beste Option in diesem Szenario. Eine erstklassige Art der Fortbewegung wird das Reisen mit dem Flugzeug sein. Also, wenn Sie immer schon mal einen Pilotenschein machen wollten, jetzt haben Sie eine gute Ausrede. Wenn Sie Zeit haben, nehmen Sie zusätzliche Snacks und Wasser mit. Und ein extra Paar Socken. Es ist schön, am Meer oder am Meer zu leben. Aber in diesem Szenario ist es der schlimmste Ort, weil riesige Tsunami-Wellen die Küsten nach dem Einschlag treffen werden. Wenn Sie weit weg vom betroffenen Gebiet leben, könnte der Tsunami 30 Stunden brauchen, um anzukommen. Sie werden ein bisschen Zeit zur Vorbereitung haben. Das Magnetfeld der Erde birgt eine faszinierende Geschichte. Es stellt sich heraus, dass es von Tag zu Tag schwächer wird. Tatsächlich tut es dies seit den letzten 3000 Jahren. Und wenn dieser Trend anhält, könnten wir innerhalb eines Jahrtausends in Schwierigkeiten geraten. Was ist das große Problem? Stellen Sie sich Folgendes vor. Der magnetische Norden wird zum Süden und umgekehrt. Ziemlich verrückt, oder? Wenn dies passiert, könnte das schützende Magnetfeld unseres Planeten schwächer werden und es könnten mehr kosmische Strahlen auf uns treffen. Diese hochenergetischen Partikel aus dem Universum können elektronische Störungen in unseren Satelliten verursachen und Elemente erzeugen, die für uns schädlich sein könnten. Die letzte Polenumkehr ereignete sich zwischen 707.000 und 707.000 Jahren. Glücklicherweise gibt es ziemlich kluge Menschen, die die Geschichte des Erdmagnetfelds untersuchen. Sie entnehmen Sedimentkerne vom Meeresboden und untersuchen die Magnetisierung von Fossilien, um herauszufinden, wann solche Umkehrungen in der Vergangenheit auftraten und wann sie möglicherweise erneut auftreten könnten. Eine weitere Gruppe von Forschern untersucht die Südatlantische Anomalie, SAA, eine riesige Region des Erdmagnetfelds, die etwa dreimal schwächer ist als das Feld an den Polen. Mit Hilfe von Daten aus mehreren Satelliten versuchen sie herauszufinden, was die SAA verursacht und wie sie sich in der Zukunft ändern könnte. Dies könnte uns einen Einblick geben, wie ein geschwächtes Magnetfeld unsere Satelliten und unseren Planeten beeinflussen kann. Sicher, unsere Generation wird nicht hier sein, um diese Veränderungen zu erleben. Aber es lässt einen doch darüber nachdenken, wie dieser Planet verkehrt herum aussehen könnte. Magnetisch gesehen, versteht sich. Die Astronomen der NASA haben auch angekündigt, dass die Milchstraße in 4 Milliarden Jahren eine große Helligkeitssteigerung erfahren wird. Nach einer kosmischen Kollision, die Dinge ordentlich durcheinanderwirbelt. Ich spreche hier nicht von einem kleinen Auffahrunfall. Ich spreche von einer titanischen Kollision mit unserer benachbarten Andromeda-Galaxie. Die Menschheit muss sich an ihrem Weltraumhelm festhalten, denn die Sonne könnte in eine neue Region der Galaxis geschleudert werden. Allerdings wird unser Erde- und Sonnensystem wahrscheinlich nicht ernsthaft betroffen sein. Klingt schwer zu glauben,
Also, wie kommt das? Das Hubble-Weltraumteleskop der NASA hat einige genaue Messungen der Bewegung von Andromeda vorgenommen. Obwohl die Galaxien aufeinander zu rasen, liegen die Sterne in jeder Galaxie so weit auseinander, dass sie während der Begegnung nicht mit anderen Sternen kollidieren werden. Allerdings werden die Sterne in verschiedene Umlaufbahnen um ihre neuen galaktischen Zentren geworfen. Simulationen zufolge wird unser Sonnensystem wahrscheinlich viel weiter vom galaktischen Kern entfernt sein, als es heute der Fall ist. Legt eure Teleskope beiseite, ihr braucht nicht anzufangen, die Jahre herunterzuzählen. Dieses Ereignis wird wahrscheinlich in etwa 4 Milliarden Jahren stattfinden. Daher sind unsere Chancen, es zu erleben, gleich null. Saturn verliert seine Ringe. Glücklicherweise werden wir nicht hier sein, um dieses traurige Ereignis zu bezeugen. Anscheinend werden die Ringe durch einen staubigen Regen von Eisteilchen in Saturn hineingezogen. Alle unter dem Einfluss von Saturns Magnetfeld. Laut der Forschung der NASA entzieht der Ringregen eine Menge an Wasserprodukten, die alle halbe Stunde ein olympisches Schwimmbecken füllen könnten, aus Saturns Ringen. Das gesamte Ringsystem wird wahrscheinlich in 300 Millionen Jahren verschwunden sein. Wissenschaftler glauben, dass wir uns glücklich schätzen sollten, das Ringsystem des Saturns überhaupt beobachten zu können, da es sich anscheinend in der Mitte seiner Lebenszeit befindet. Aber wenn Sie darüber nachdenken, dass Ringe um Planeten alle vorübergehend sind, besteht die Möglichkeit, dass wir gerade die riesigen Ringsysteme des Jupiter oder die von Uranus und Neptun verpasst haben. Diese Planeten haben heutzutage nur noch dünne Ringlets um sie herum. Wissenschaftler debattieren seit langem, ob Saturn zusammen mit seinen Ringen entstanden ist oder ob der Planet sie später im Leben erworben hat. Die neue Forschung stützt das zweite Szenario, was darauf hindeutet, dass sie wahrscheinlich nicht älter als 100 Millionen Jahre sind, während Saturn selbst etwa 4,5 Milliarden Jahre alt ist. Was hat die Ringe überhaupt entstehen lassen? Nun, es gibt ein paar Theorien. Eine davon legt nahe, dass die Ringe entstanden sein könnten, als kleine eisige Monde, die um Saturn kreisen, kollidierten. Vielleicht weil ihre Umlaufbahnen durch einen gravitativen Schub von einem vorbeiziehenden Asteroiden oder Kometen gestört wurden. Wer weiß, wie Menschen in der Zukunft aussehen könnten. Es ist unwahrscheinlich, dass wir in unserer Lebenszeit große Veränderungen erleben werden. Aber lassen Sie uns eine Reise in die Zukunft unternehmen und darüber nachdenken, was wir uns möglicherweise entwickeln könnten. Werden wir zu Cyborgs mit allerlei coolen Maschinenimplantaten? Oder werden wir vielleicht zu einer hybriden Spezies aus biologischen und künstlichen Wesen? Um unsere zukünftige Entwicklung zu verstehen, müssen wir einen Blick auf unsere Vergangenheit werfen. Vor 1 Million Jahren gab es Homo sapiens noch gar nicht. Es gab jedoch ein paar andere ähnliche Arten wie den Neandertaler. Wenn wir uns heute ansehen, sind Menschen größer und stabiler geworden. Vielleicht werden wir in der Zukunft kleiner, um Energie zu sparen. Da vorhergesagt wird, dass unser Planet immer dichter besiedelt sein wird. Wenn wir von bevölkerten Planeten sprechen, bedeutet das Leben unter diesen neuen Bedingungen, dass wir uns anpassen müssen, und das schnell. Wir sind ständig mit vielen Menschen in Interaktion, und das Erinnern von Namen wird zu einer entscheidenden Fähigkeit. Glücklicherweise könnte uns die Technologie mit Gehirnimplantaten, die unser Gedächtnis verbessern, helfen. In der Zukunft könnten auch auffälligere Technologien Teil unseres Erscheinungsbildes sein. Stellen Sie sich vor, ein künstliches Auge mit einer Kamera zu haben, die verschiedene Lichtfrequenzen lesen kann. Obwohl eine Vorhersage 1 Million Jahre in die Zukunft reine Spekulation ist, können wir Bioinformatik verwenden, um einige Vorhersagen über die unmittelbare Zukunft zu treffen. Demografische Trends legen nahe, dass städtische Gebiete genetisch vielfältiger werden, während ländliche Gebiete weniger vielfältig werden. Und was ist mit dem Weltraum? Wenn wir den Mars besiedeln, könnten unsere Körper sich aufgrund der niedrigeren Schwerkraft verändern. Vielleicht haben wir längere Arme und Beine oder sogar isolierende Körperbehaarung, wie unsere Neandertaler-Cousins. In der Zukunft wird auch unser Mond einige dramatische Veränderungen erleben. Auch diese werden wir verpassen. In etwa 5 Milliarden Jahren wird es in dieser Ecke des Universums wirklich interessant. Momentan befindet sich die Sonne noch in ihrer Hauptreihenphase und verbrennt Wasserstoff wie nichts anderes. In der Zukunft wird sie während der roten Riesenphase aufblasen wie ein Ballon, bis ihre Atmosphäre die geliebte Erde und den Mond erreicht und verschluckt. Unser natürlicher Satellit, der sich bereits von der Erde entfernt, wird unter dem Einfluss der Sonne verformt.
Seine Umlaufbahn wird sehr unregelmäßig werden und er wird während der Neumondphase näher an der Erde sein als während des Vollmondes. Und das ist noch nicht mal der schlimmste Teil. Würde der Mond allein gelassen, würde er sich weiter von der Erde entfernen, bis er fast 50 Tage für eine Umlaufbahn um uns herum benötigen würde. Während die Sonne ihre eigene Reise fortsetzt, wird ihre Atmosphäre am Mond ziehen und seinen Orbit zerfallen lassen. Schließlich wird der Mond in einen atemberaubenden Ring aus Trümmern zerfallen, der die Erde umkreist. Wir sprechen hier von all seinen Bergen, Kratern und sogar den Fußabdrücken und Flaggen, die wir dort hinterlassen haben, alle verstreut im Trümmerfeld. Es besteht die Möglichkeit, dass die Sonne genug Masse abwirft, um die Erde und den Mond vor völliger Vernichtung zu bewahren. Oder, wenn wir wirklich Glück haben, wird die Sonne 20% ihrer Masse verlieren und wir werden sicher und unversehrt sein. Momentan ist das alles nur Theorie, da wir noch keinen roten Riesenstern in dieser Phase gesehen haben. Auch das Universum könnte eines Tages völlig erlöschen. Wissenschaftler können dies nicht mit absoluter Sicherheit vorhersagen, aber sie können einige fundierte Vermutungen anstellen. Derzeit ist unser Universum 13,77 Milliarden Jahre alt und produziert immer noch links und rechts neue Sterne. Es wird gesagt, dass schließlich nach etwa einer Billion Jahre der letzte Stern geboren wird. Dieser letzte Stern wird ein kleiner roter Zwerg sein, gerade mal ein Bruchteil von der Größe unserer Sonne. Diese Sterne sind Meister darin, lange zu leben, indem sie langsam Wasserstoff aufnehmen, um ihre Fusionsreaktionen am Laufen zu halten. Aber auch sie können nicht ewig existieren. Spulen wir etwa 100 Billionen Jahre vor, wird das letzte Licht erlöschen. Das Universum wird dunkel und einsam sein. Aber glücklicherweise werden wir nicht hier sein, um zu beobachten, wie alles verschwindet. Das James Webb Weltraumteleskop oder Short Wave ST ist wie der ultimative intergalaktische Paparazzo. Es macht Bilder von einigen der berühmtesten Prominenten im Universum. Sterne, Galaxien, Exoplaneten, nennen sie es. Das James Webb Weltraumteleskop wird ein Foto machen. Also, wenn Sie ein Fan von kosmischen Prominenten sind, werfen wir einen Blick auf einige dieser besten, mit Stars übersäten Fotos. Das Bild der Nebel mit dem schönen Namen Carina wurde am 12. Juli veröffentlicht. JWST hat einen wunderschönen Ausblick auf den Nebel erfasst, der etwa 7500 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. Mit dem Spitznamen kosmische Klippen ist es tatsächlich ein Brutkasten junger Sterne, von denen einige mehrere Male größer sind als unsere Sonne. Die Carina-Nebel ist ein himmlisches Schauspiel, das sich im südlichen Sternbild Carina befindet. Sie ist wirklich riesig, etwa 260 Lichtjahre breit. Massive Sterne innerhalb dieses Nebels sind so hell und heiß, dass sie eine leuchtende Wolke aus Gas und Staub um sich herum erzeugen. Die Carina-Nebel enthält auch wirbelnde Wolken aus Gas und Staub, in denen neue Sterne geboren werden. Das Gas kollabiert unter seinem eigenen Gewicht, wird heißer und dichter und all dies führt schließlich zur Entstehung neuer Sterne. Die Carina-Nebel ist jedoch nicht nur ein friedlicher Ort der Sternenbildung. Es ist der Ort einiger der zerstörerischsten Ereignisse im Universum, die massive Schockwellen erzeugen, die alles auf ihrem Weg auslöschen. Sehr chaotisch und cool. Dieses Foto wurde auch am 12. Juli veröffentlicht. Das Stephans-Quintett ist eine visuelle Gruppe von 5 Galaxien, die in einer enormen Entfernung von uns liegen, etwa 290 Millionen Lichtjahre, im Sternbild Pegasus. Es ist wie ein kosmisches Familientreffen. Alle diese Galaxien sind miteinander verwandt und interagieren auf interessante Weise miteinander. Sie ziehen und zerren mit ihrer Schwerkraft aneinander und tauschen ständig Gas und Staub aus. Diese Interaktion führt dazu, dass einige der Galaxien kollidieren und verschmelzen, was alle Arten von coolen Effekten erzeugen kann, wie Sternenexplosionen und Supernovae. Dank JWST konnten wir Schockwellen, Gezeitenströme und andere erstaunliche Details über diese Galaxien sehen. Ihre Interaktionen erzeugen einen atemberaubenden Anblick, den wir auf diesem Foto sehen können. Und hier ist unser alter, riesiger Freund. Dieses Bild wurde am 22. August von der NASA veröffentlicht. Jupiter ist der größte Planet in unserem Sonnensystem und ist bekannt für seine vielen Monde und seine wunderschönen, wirbelnden Wolken. Aber es hat auch ein Ringsystem, genau wie Saturn, das aus winzigen Staubpartikeln besteht, die den Planeten umkreisen. Diese Ringe sind viel kleiner und weniger sichtbar als die von Saturn, aber sie sind immer noch ziemlich ordentlich.
Jupiter hat auch Polarlichter. Das sind farbenprächtige Lichterscheinungen, die in der Atmosphäre des Planeten auftreten. Sie werden durch geladene Partikel aus dem Sonnenwind verursacht, die mit dem Magnetfeld Jupiters interagieren. Genau wie auf der Erde können sie in der Nähe der Pole des Planeten gesehen werden. Aber diese Polarlichter sind viel heller und intensiver als unsere. Wir können diese verrückte Lichtshow sogar aus dem Weltraum sehen. Und nun konnten wir endlich diesen atemberaubenden Anblick einfangen. Das Foto von JWST zeigt die Polarlichter von Jupiter. Seine Ringe und sogar zwei Monde. Amalthea und Adrasteia. Es ist erstaunlich, wie hell und klar sie auf diesem Foto sind. NASA veröffentlichte dieses Bild am 2. August. Das Foto zeigt uns die Wagenradgalaxie und ihre Begleiter. Die Wagenradgalaxie hat ihren Namen von ihrer Form. Sie sieht irgendwie aus wie ein Wagenrad, oder? Es handelt sich um eine gigantische, wirbelnde Masse aus Sternen, Gas und Staub, die sich in den Tiefen des Weltraums befindet. Sie ist wie ein Windrad geformt, mit langen Spiralarmen. Diese Arme werden durch die Schwerkraft der zentralen Region zusammengehalten, die Heimat eines supermassiven schwarzen Lochs ist. Aber die Cartwheel-Galaxie unterscheidet sich etwas von ihren spiraligen Verwandten. Sie entstand, als eine kleinere Galaxie mit einer größeren kollidierte und dabei eine Schockwelle erzeugte, die sich durch das Gas und den Staub bewegte. Wir müssen diese Galaxie definitiv irgendwann besuchen. Es wird sicher eine wilde Fahrt sein. Und hier kommt eine weitere Spiralgalaxie. NASA veröffentlichte dieses Bild am 22. Juli. JWST musste durch dicke Schichten von Staub und Gas blicken, um diesen schönen Sternenhaufen zu sehen. M74 gehört zu einer speziellen Klasse von Spiralgalaxien, die als Grand Design Galaxie bekannt sind. Das bedeutet, dass ihre Spiralarme bemerkbar und deutlich umrissen sind. Allerlei erstaunliche Dinge passieren in Spiralgalaxien. Supernovas, Sterne, die in Wolken aus Gas und Staub geboren werden, und viele andere kosmische Wunder. Das leuchtende Gas und der Staub, die hellen Sterne und die wirbelnden Muster der Spiralarme machen sie zu einigen der auffälligsten Objekte im Universum. Nun, wir können es deutlich am Beispiel von M74 sehen. Dieses Bild der Nebel mit dem gruseligen Namen Tarantel wurde am 6. September veröffentlicht. Das Foto deckt eine riesige Distanz von bis zu 340 Lichtjahren ab. Dank dieses Bildes haben Astronomen neue junge Sterne entdeckt, die zuvor in Staub gehüllt waren. Die Tarantelnebel befindet sich 160.000 Lichtjahre von uns entfernt, in der großen Magellanschen Wolke. Es ist die größte und hellste sternbildende Region in der lokalen Gruppe, den Galaxien, die unserer Milchstraße am nächsten sind. Es wurde nach seiner Form benannt, die ein wenig aussieht wie die Beine einer großen Tarantel. Es ist eine riesige Region im Weltraum, etwa 1000 Lichtjahre groß und beheimatet einige der massivsten und leuchtendsten Sterne im Universum. Einer der Gründe, warum der Tarantelnebel für Wissenschaftler interessant ist, ist seine Zusammensetzung. Sie ähnelt den Regionen von Sternen des kosmischen Mittags, dem sogenannten Zustand unseres Universums, als es nur einige Milliarden Jahre alt war. Zu dieser Zeit war die Sternenbildung auf ihrem Höhepunkt. Dank des Webb-Teleskops können wir diese Galaxie besser studieren und herausfinden, wie unser Universum in seiner Hochphase aussah. Dieses Foto wurde am 21. September 2022 veröffentlicht. Auf diesem Foto können wir sogar sechs kleine Monde neben dem Planeten sehen, wobei Triton hell im oberen linken Eck leuchtet. Du dachtest nicht, es wäre die Sonne, oder? Und ja, auch Neptun hat Ringe. Sie sind wie das ultimative kosmische Accessoire. Sie verleihen dem Planeten einen Hauch von Glamour und Stil. Aber im Gegensatz zu einigen irdischen Schmuckstücken bestehen diese Ringe aus kleinen Staubpartikeln und nicht aus Diamanten und Gold. Es gibt fünf bekannte Ringe um den Neptun. Die Galle, Le Verrier, La Celle, Arago und Adams Ringe. Wissenschaftler glauben, dass diese relativ jung sind. Viel jünger als unser Sonnensystem und viel jünger als etwa die Ringe des Uranus. Sie wurden wahrscheinlich erschaffen, als einer von Neptuns inneren Monden dem Planeten zu nahe kam und durch die Gravitation auseinandergerissen wurde. Wir haben die Ringe des Neptuns seit der Vorbeiflug von Voyager 2 im Jahr 1989 nicht mehr so hell gesehen. Dies ist also eine großartige Gelegenheit, einen genaueren Blick auf diese Ringe zu werfen. Dieses Foto wurde am 19. Oktober veröffentlicht. Die Säulen der Schöpfung wurden dank des Hubble-Teleskops berühmt. Aber dieses Foto ist sehr üppig und viel detaillierter.
Diese Säulen, die sich im Adlernebel befinden, sind etwa 5 Lichtjahre hoch, was wirklich sehr lang ist. Und sie sehen aus wie majestätische Felsformationen, nur viel transparenter. Genau wie ein typisches Hollywood-Filmset sind sie voller Action und Spezialeffekte. Sie sind die Heimat einiger der dramatischsten Prozesse im Universum. Das Gas und der Staub kollabieren unter ihrer eigenen Schwerkraft und bilden Klumpen, die schließlich zu Sternen werden. Der Ort ist voll von intensiver Strahlung, Jets hochenergetischer Teilchen und Supernovae. Es ist wie eine kosmische Version von Survivor. Und als ob das nicht schon gruselig genug wäre, hier ist ein weiteres Foto, das die NASA am 19. Oktober veröffentlicht hat. Sie teilten es kurz vor Halloween. Hier ähneln die Säulen einer unheimlichen Hand, die nach etwas greift. Brr. Wie auch immer. All diese Fotos bieten uns einen wirklich atemberaubenden Anblick. Sie erinnern uns an die unglaubliche Komplexität des Universums und die erstaunlichen Dinge, die sogar in den dunkelsten und abgelegensten Ecken des Kosmos geschehen. Hoffen wir, dass das James-Webb-Teleskop uns auch in Zukunft weiterhin begeistern wird. Wir könnten uns der Entdeckung eines riesigen, eisigen Planeten jenseits der Umlaufbahn des Neptuns nähern. Tut uns leid, Pluto, du bist es immer noch nicht. Kürzlich hat die Kartierung des Universums mit Daten von einem Teleskop auf Hawaii etwa 78% der möglichen Standorte für diesen geheimnisvollen Waldo aus dem All ausgeschlossen. Einige Menschen nennen es Planet 9, während andere es lieber Planet X nennen. So oder so, es hat seit seinem ersten Vorschlag Kontroversen verursacht. Und das liegt hauptsächlich daran, dass bisher keine Studie die große Frage beantworten kann. Existiert es wirklich? Wenn entdeckt, würde Planet 9 als der 5. Planet in unserem Sonnensystem eingestuft werden. Mit einer Masse, die 10-mal größer ist als die der Erde. Es wird auch theoretisiert, dass er gasförmig ist, wie Uranus. Die erste Studie zum Planeten 9, die bis ins Jahr 2016 zurückreicht, legt nahe, dass dieser kolossale neue Planet die Sonne 20-mal weiter draußen umkreist als Neptun, der etwa 4,5 Milliarden Kilometer entfernt ist. Dadurch würde der Planet 9 zwischen 10.000 und 20.000 Jahre benötigen, um eine einzige Umrundung der Sonne zu vollenden. Wird dies bestätigt, würde diese noch zu entdeckende Welt eine größere Region dominieren als jeder andere bekannte Planet in unserer kosmischen Nachbarschaft. All das sind faszinierende Hypothesen, aber ohne ein einziges Beweisstück oder eine Beobachtung, die sie stützt. Bevor man dies als wilde Vermutung abtut, ist es wichtig zu beachten, dass diese Forscher auf komplexe mathematische Modellierung und Computersimulationen zurückgegriffen haben, um über die Eigenschaften des Planeten zu spekulieren. Denn das ist, was sie tun. Die hypothetische Existenz dieses Planeten würde verschiedene mysteriöse Merkmale erklären, die sich jenseits des Neptun befinden. Wir sprechen hier speziell über den Kuipergürtel. Eine riesige, donutförmige Region voller eisiger Überreste aus der Entstehungszeit des Sonnensystems, einschließlich Kometen und Zwergplaneten wie Pluto. Was hier passiert, ist Folgendes. Die 6 am weitesten entfernten Objekte im Kuipergürtel zeigen elliptische Bahnen, die alle in einer ähnlichen Richtung im physischen Raum ausgerichtet sind und etwa 30 Grad nach unten geneigt sind, relativ zur Umlaufbahn unserer 8 bekannten Planeten. Was hier seltsam ist, ist, dass sie trotz ihrer unterschiedlichen Umlaufgeschwindigkeiten um das Sonnensystem herum diese Ausrichtung beibehalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Ausrichtung zufällig auftritt, ist extrem niedrig. Ungefähr 0,007%. Hier kommt der Planet 9 ins Spiel. Eine hypothetische, massive Himmelskörper, der eine plausible Erklärung für dieses merkwürdige Phänomen bietet und möglicherweise durch seine gravitativen Einflüsse diese Bahnen formt. Die ursprüngliche Theorie hielt nicht lange stand und sah sich mit Vorwürfen hinsichtlich beobachtungsmäßiger Voreingenommenheit und Berechnungsfehlern konfrontiert. Dann tauchte im Jahr 2017 eine weitere Studie auf, die die Idee wieder aufkommen ließ, dass Planet 9 vielleicht doch existiert. Dieses Mal versuchten spanische Astronomen einen neuartigen Ansatz und konzentrierten sich auf die Beobachtung extremer transneptunischer Objekte. Diese Himmelskörper umkreisen die Sonne auf stark gestreckten elliptischen Bahnen, wobei die durchschnittlichen Entfernungen 22 Milliarden Kilometer überschreiten. Die Forschung deutet darauf hin, dass die Entfernungen zwischen den Knoten dieser Objekte und der Sonne Hinweise auf den Standort des Planeten 9 liefern könnten. Sie sehen,
Diese Knotenpunkte sind die Stellen, an denen die Umlaufbahn eines Himmelskörpers die Ebene des Sonnensystems schneidet. Wenn diese Objekte diese Punkte erreichen, ist die Wahrscheinlichkeit einer Interaktion mit anderen Himmelskörpern im Sonnensystem höher, was zu bedeutenden Veränderungen ihrer Umlaufbahnen oder sogar zu Kollisionen führen kann. Also, wenn die Flugbahn dieser extremen transneptunischen Objekte stabil bleibt, ist alles in Ordnung. Aber wenn sie es nicht ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass etwas anderes, etwas Großes, ihren Weg stört. Und genau das haben die Forschungen herausgefunden. Da draußen gibt es etwas Unsichtbares, das diese Objekte von ihrem Kurs abbringt. Und dieses Etwas könnte ein Planet sein, der in einer Entfernung von 300 bis 400 Mal weiter von der Sonne entfernt ist als die Erde. Bis heute ist die Erforschung der extremen transneptunischen Objekte der stärkste Beweis, den wir für die Existenz des Planeten 9 haben. Und wenn Sie von dieser Theorie immer noch nicht überzeugt sind, bedenken Sie, dass seltsame Bewegungen wie diese schon zuvor zu Planetenentdeckungen geführt haben. Neptun beispielsweise wurde entdeckt, weil sich die Bewegung des Uranus nicht ganz mit den Vorhersagen der newtonschen Schwerkraft deckte. Aber die Ablenkung seiner Umlaufbahn konnte erklärt werden, wenn sie durch die Anziehungskraft eines noch unentdeckten Planeten verursacht wurde. Und genau so haben wir Neptun entdeckt. Das Jahr ist 2021 und es gibt wieder all diesen Wirbel um Planet 9. Nachdem einige alte Vermutungen korrigiert wurden, gehen Studien nun eher davon aus, dass diese mysteriöse Welt alle 7000 Jahre eine epische Schleife um die Sonne macht. Das ist eine riesige Neuigkeit, denn das bedeutet, dass dieser Planet näher sein könnte, als wir je gedacht haben, was es für unsere Teleskope einfacher macht, ihn zu entdecken. Das Papier deutet ebenfalls darauf hin, dass eine überwältigende 99%ige Chance besteht, dass die ungewöhnlichen Umlaufbahnen dieser weit entfernten Objekte alle aufgrund dieses unsichtbaren Planeten sind. Nicht nur irgendein kosmischer Zufall. Die Chancen, dass diese gesamte Situation ein Fehlschlag ist, liegen nun bei einer von 250, was viel besser ist als die 1 zu 10.000 Chance im Jahr 2016. All diese optimistischen Zahlen haben uns dorthin gebracht, wo wir heute sind. Unsere Hoffnungen aufrechtzuerhalten und an besserer Ausrüstung zu arbeiten, um die Mission der Entdeckung des Planeten 9 fortzusetzen. Wie bereits erwähnt, haben Forscher auf Hawaii eine Art Schatzkarte erstellt, indem sie das Panorama Survey Teleskop und das Rapid Response System genutzt haben, um 78% seiner Standorte auszuschließen. Das ist großartige Neuigkeiten, wenn man bedenkt, wie herausfordernd es ist, eine planetengroße Nadel in einem kosmischen Heuhaufen zu finden. Aber leider bleibt die Präsenz von Planet 9 ein Geist in den dunklen äußeren Bereichen unseres Sonnensystems. Enthusiasten sind immer noch von seiner Existenz überzeugt und glauben, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir die Entdeckung von Erdes neuem kosmischem Cousin feiern. Sie setzen ihre Hoffnungen auf das Vera Cherubin-Observatorium, das derzeit in Chile gebaut wird und voraussichtlich Ende 2025 den wissenschaftlichen Betrieb aufnehmen wird. Über einen Zeitraum von 10 Jahren wird dieses Observatorium den gesamten Himmel der südlichen Hemisphäre alle paar Nächte mit einem schnellen, 8 Meter großen Teleskop scannen, das mit der größten Digitalkamera der Welt ausgestattet ist. Die Idee ist, alles im Sonnensystem zu katalogisieren, von und jenseits von Neptun aus, und die Bewegungen von Millionen von Himmelskörpern zu verfolgen, einschließlich Weltraumschrott, Asteroiden, Kometen und Sternen. Wenn Planet 9 tatsächlich existiert, könnte dieses Teleskop der nächsten Generation das sein, das ihn findet. Die Existenz dieses mysteriösen Planeten wird in der wissenschaftlichen Gemeinschaft keineswegs universell anerkannt. Das liegt einfach daran, dass Planet 9 nicht die einzige Erklärung für die seltsamen Phänomene ist, die jenseits von Neptun auftreten. Eine Theorie deutet darauf hin, dass eine Gruppe entfernter Objekte wie Zwergplaneten, Kometen und Monde möglicherweise kollektiv die Umlaufbahnen der extrem transneptunischen Objekte beeinflussen könnte. Andere glauben, dass ein schwarzes Loch hinter all dem steckt. Diese komprimierten Massen sind einige der dichtesten Objekte im Universum und könnten potenziell in der Lage sein, die Bahnen anderer Massen zu beeinflussen, so wie es vermutlich der sogenannte Geist Planet 9 tut.
Eine weitere kühne Perspektive legt nahe, dass unser aktuelles Verständnis der Gesetze der Schwerkraft fehlerhaft, tatsächlich unvollständig, ist. Diese Theorie, bekannt als modifizierte Newtonsche Dynamik, schlägt vor, dass diese weit entfernten eisigen Objekte nicht aufgrund der Einwirkung eines anderen Planeten, sondern wegen des gewaltigen Gravitationsfeldes der Milchstraße ein seltsames Verhalten aufweisen. Allerdings geben selbst Befürworter dieser Theorie zu, dass es noch zu früh ist, um feste Schlüsse zu ziehen, und dass noch viel umfangreichere Forschung benötigt wird. Während wir unsere unermüdliche Suche nach Planet 9 fortsetzen, haben einige Astronomen einen Schritt weiter gemacht und die Existenz eines hypothetischen Planeten 10 vorgeschlagen. Diese Welt hat eine Masse und Größe wie die von Mars oder Erde und befindet sich am Rand des Kuipergürtels. Aber die Sache ist die, wenn dieser angebliche Planet 10 tatsächlich so klein ist, wie Wissenschaftler glauben, könnte er möglicherweise nicht genug Schwerkraft haben, um seine Umlaufbahn von Trümmern zu räumen. Und das ähnelt ziemlich dem, was mit Pluto passiert. Einer der Gründe, warum er im Jahr 2006 in Schwierigkeiten geriet. Also, ja, es ist besser, nicht zu aufgeregt zu sein. Dieser vermeintliche Planet 10 könnte am Ende als ein weiterer Zwergplanet eingestuft werden. Die Erde wird jeden Tag von Sonnenlicht durchflutet. Täglich schalten wir verschiedene Lichtquellen ein und aus. Mechanisch, ohne darüber nachzudenken. Aber stellen Sie sich vor, eines Tages schalten Sie das Licht beiläufig aus, schlafen ein und wachen in einer völlig anderen Ära auf. Lassen Sie uns sehen, wie es dazu kam und was das mit Licht zu tun hat. Quantenphysik ist ziemlich verrückt. Die klassische Physik ähnelt einem Film, der von Anfang bis Ende projiziert wird, während die Quantenwelt so ist, als hätte man die Fähigkeit, die Fernbedienung zu nehmen und die Szenen, die man sieht, zu manipulieren. Faszinierend und geheimnisvoll. Nehmen wir an, Sie haben einen gewöhnlichen Lichtschalter, der entweder an oder aus sein kann. Das ist wie ein reguläres Bit in Computern, das in einem von zwei Zuständen sein kann, 0 oder 1. Aber in Quantencomputern gibt es eine besondere Art von Schalter, einen Schalter namens Qubit. Im Gegensatz zu normalen Bits kann ein Qubit gleichzeitig in mehreren Zuständen existieren. Es kann gleichzeitig 0, 1 und alles dazwischen sein. So, als ob man das Licht gleichzeitig an und aus hat. Ja, unser Universum hat einige seltsame Regeln. Diese mysteriöse Eigenschaft, die als Überlagerung bezeichnet wird, hat uns kürzlich etwas Unglaubliches ermöglicht, die Zeit zurückzudrehen. Zumindest in einem kleinen Experiment mit Quantencomputern. Es ist Herbst des Jahres 22. Zwei Gruppen von Wissenschaftlern, eine aus Oxford und die andere aus Wien, beschlossen, ein merkwürdiges Experiment durchzuführen. Sie spielten mit einem Quantencomputer herum, um ein Programm zu erstellen, das die Zeit umkehrt. Sie nahmen ein winziges Elektron und versuchten, es für einen Bruchteil einer Sekunde rückwärts durch die Zeit zu schicken. Es wäre so, als würde man ein Billardball-Dreieck aufbrechen, bei dem die Bälle von Ordnung zu Chaos übergehen und dann auf magische Weise umkehren. Aber seien Sie noch nicht zu aufgeregt über Zeitreisen. Leider sind wir uns nicht sicher, ob es möglich ist, dies im wirklichen Leben zu replizieren. Die Wissenschaftler haben einige Zahlen durchgerechnet und herausgefunden, dass wenn wir 10 Milliarden lokalisierte Elektronen jede Sekunde für das gesamte Alter des Universums beobachten würden, wir so etwas nur einmal sehen würden. Und es würde das Elektron nur einen winzigen Bruchteil einer Sekunde zurückbringen. Sie haben also keine Zeitmaschine erfunden, Sie haben es lediglich geschafft, diese Simulation in Quantencomputern zu kreieren. Es gibt auch einen weiteren Nachteil. Je größer die Simulation, desto komplexer und weniger genau wird sie. In unserem Experiment haben wir nur ein Qubit verwendet und wir haben es geschafft, die Zeit umzukehren. Bei einem 2-Qubit-Setup könnten Wissenschaftler die Zeit nur in 85% der Fälle umkehren. Und bei einem 3-Qubit-Setup sank dieser Wert auf 50% mit mehr Fehlern. Wenn wir weiter Qubits hinzufügen, wird dies überhaupt nicht mehr möglich sein. Darüber hinaus hängt der Erfolg von der Menge an Informationen ab, die das System speichern kann. Beispielsweise wäre die Teleportation einer Person fast unmöglich, da Menschen so viele Informationen in sich tragen. Also, leider gibt es bisher keine Zeitmaschinen.
Aber es gibt einige mögliche Anwendungen dieser Entdeckung. Das Umkehren von Qubit-Zuständen in einem Quantenprozessor kann helfen, Fehler während der Entwicklung zu korrigieren. Eine Art kleines Ströck-Z im wirklichen Leben. Es war also ein kleiner Schritt zu aufregenderen Entdeckungen in der Zukunft. Zum Beispiel haben sie kürzlich eine weitere verrückte Kleinigkeit demonstriert. Sie schickten Licht selbst in die Vergangenheit. Licht ist nicht nur einfach leuchtend. Es hat Superkräfte, die wir uns kaum vorstellen können. Die alten Griechen glaubten, dass unsere Augen visionäre Strahlen aussenden. Sir Isaac Newton bewies ihnen jedoch hunderte von Jahren später das Gegenteil, als er seine Experimente mit Prismen durchführte. Das Prisma zerlegte das reine weiße Licht in eine wunderschöne Palette. Und so fanden wir heraus, dass das Licht tatsächlich aus Unmengen verschiedener Farben besteht. Viele Jahre später lernten Wissenschaftler noch mehr, dass Licht eine Welle ist. Und noch später, im 20. Jahrhundert, entdeckten wir das endgültige Paradoxon, dass es sowohl Welle als auch Teilchen ist. Eine doppelte Existenz in einem Photon. Und je mehr wir über Licht lernen, desto mehr verrückte Dinge finden wir. Im Jahr 2016 gelang es Wissenschaftlern, das Licht einzufrieren. Sie platzierten Photonen, kleinste Lichtpartikel, in ultrakalten Atomwolken. Sie schafften es dadurch, das Licht anzuhalten. Zwar nur für einen kurzen Moment, aber die Tatsache, dass dies überhaupt möglich ist, ist bereits unglaublich. Dann wurden die Wissenschaftler noch mutiger. Sie beschlossen, nicht nur das Licht einzufrieren, sondern auch seine Richtung in der Zeit zu verändern. Sie nahmen einen speziellen Kristall und ließen ein Photon hindurch, was den sogenannten Quantenzeitumkehr auslöste. Als Ergebnis begann das Photon, gleichzeitig in die Zukunft und in die Vergangenheit zu bewegen. Die Wissenschaftsmagie dahinter beinhaltet zwei Quantenprinzipien, Überlagerung und Quantensymmetrie. Das erste haben wir bereits erwähnt. Es ermöglicht winzigen Teilchen, gleichzeitig in mehreren Zuständen zu existieren. Nun sagt das zweite Prinzip aus, dass selbst wenn sie Teilchen wie in einem Spiegel umdrehen, sie immer noch den gleichen Gesetzen folgen werden. Indem sie diese Elemente kombinierten, schufen Wissenschaftler ein Photon, das dem üblichen Voranschreiten der Zeit trotzete. Aber auch hier ist es noch nichts besonders Beeindruckendes. Dieser Zeitumkehreffekt funktioniert nur für bestimmte Partikel, nicht für ganze Menschen. Und selbst wenn er für uns funktionieren würde, würde es sehr lange dauern und eine Menge Energie erfordern, eine Person auch nur für eine Sekunde zurückzuspulen. Aber die Tatsache, dass wir die Geschwindigkeit des Lichts verändern und seine Richtung ändern können, ist bereits erstaunlich. Und Wissenschaftler sehen bereits einige mögliche Anwendungen dafür. Zum Beispiel schlagen Forscher von Harvard eine coole Möglichkeit für Raumschiffe vor, mit Lichtgeschwindigkeit durch den Weltraum zu flitzen, indem sie eine Mitfahrgelegenheit auf Supernovas nutzen. Normalerweise erfordert das Reisen zu anderen Sternen eine wahnsinnige Menge an Energie. Aber diese Wissenschaftler haben eine ausgefallene Idee. Sie glauben, dass Raumschiffe natürliche Ereignisse wie Hypervelocity-Sterne und durch Supernovas rasende Meteore nutzen könnten, um extrem hohe Geschwindigkeiten zu erreichen. Es ist irgendwie ähnlich wie Segelschiffe, die den Wind einfangen. Fortgeschrittene Zivilisationen könnten diese Energieausbrüche nutzen, um ihre Raumschiffe zu beschleunigen. Stellen Sie sich ein cooles Raumschiff mit Sonnen- oder Magnetschiffen vor, das die Kraft einer Supernova-Explosion nutzt. Diese Segel könnten den Druck der Sonnenstrahlung nutzen, um zu funktionieren, sodass wir keine traditionellen Motoren oder Treibstoff benötigen würden. Zudem sind diese Segelkonzepte viel leichter und kostengünstiger in den Weltraum zu starten als reguläre Raumfahrzeuge. Das Team arbeitet bereits an einem Lichtsegel, das durch Laser auf 20% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt wird. Das mag nicht nach viel klingen, aber es ist tatsächlich eine unglaubliche Geschwindigkeit. Ihr Traum ist es, der Menschheit zu helfen, in nur 2 Jahrzehnten eine schnelle Reise zum Alpha Centauri zu machen. Ist es nicht erstaunlich, was wir alles mit Licht anstellen können? Und das nicht nur in unserer Vorstellungskraft. Kommen wir zu praktischeren Errungenschaften. Vor kurzem hat die kanadische Tarnfirma Hyperstealth Biotechnology Corporation tatsächlich einen Unsichtbarkeitsumhang entwickelt.
Der zauberhafte Umhang benötigt keine Stromquelle, ist so dünn wie Papier und wird nicht das Bankkonto sprengen. Hyperstealth stellt sich eine Welt vor, in der dieses Material Menschen, Fahrzeuge, Schiffe, Raumschiffe und sogar ganze Gebäude unsichtbar machen kann. Es befindet sich zwar noch in der Prototypenphase, funktioniert aber bereits ziemlich gut. Sie nannten diese unglaubliche Technologie Quantum Stealth. Sie beugt Licht in einer Weise, dass Objekte aus dem Blickfeld verschwinden können. Sie kann Objekte fast unsichtbar machen, nicht nur im sichtbaren Spektrum, sondern auch im Ultraviolett, Infrarot, Kurzwelleninfrarot, und sie wirft sogar eine Blockierung im thermischen Spektrum ein, um auf Nummer sicher zu gehen. Die Technologie funktioniert dank der linsenförmigen Linse, einem gewellten Blatt mit nach außen gewölbten Linsen. Wenn diese Linsen auf eine bestimmte Weise gestapelt werden, brechen sie das Licht in verschiedenen Winkeln, was zu Flecken führt, die das Licht blockieren und das Objekt hinter dem Material verbergen. Leider bietet es keinen vollständigen Unsichtbarkeitseffekt. Aber vielleicht erreichen wir das eines Tages, wenn wir weiter daran arbeiten. Wenn sie sich dahinter verstecken, sieht es aus wie eine etwas schmutzige oder verschwommene Glasscheibe, aber man wird sie nicht sehen können. Wenn sie diesen Schleier vor ihren Körper legen, werden sie wie ein schwebender Kopf aussehen. Der wissenschaftliche Fortschritt ist in vollem Gange. Vielleicht können wir eines Tages die Zeit nicht nur für kleine Lichtpartikel, sondern für ganze Menschen zurückdrehen. Bis dahin sollten wir unsere Unsichtbarkeitsumhänge genießen und neugierig bleiben. Okay, du hast also die Filme gesehen und die Bücher über Zeitreisen gelesen. Die meisten von ihnen erzählen Geschichten über das Betreten futuristischer Kästen und im Bruchteil einer Sekunde bist du in einer anderen Epoche. Bis jetzt ist das nur Science Fiction. Aber es gibt Möglichkeiten, Zeitreisen zumindest theoretisch möglich zu machen. Wir haben die Technologie einfach noch nicht herausgefunden. Zum Anfang könnte eine Reise in die Zukunft durch Reisen mit hoher Geschwindigkeit erreicht werden. Aber nicht einfach nur das ein Ticket für die Autobahn bekommen Art von Geschwindigkeit. Das basiert auf Einsteins Theorie der speziellen Relativität. Sie erklärt, dass die Zeit für Objekte verlangsamt, die sich wirklich schnell bewegen. Und die gute Nachricht ist, dass Wissenschaftler diese Theorie bereits getestet haben und sie vielversprechend aussieht. Sie haben dies mit Hilfe von zwei identischen Uhren gemacht. Eine wurde in einem Jet platziert und eine blieb auf dem Boden. Sie fanden heraus, dass die Uhr in dem Jet langsamer tickte als die auf dem Boden aufgrund der hohen Geschwindigkeit des Jets. Je schneller ein Objekt sich bewegt, desto mehr verlangsamt sich die Zeit für dieses. Derzeit werden die höchsten Geschwindigkeiten von der menschlichen Technologie B einer speziellen Art von Teilchen gesehen, die Neutrinos genannt werden. Einige davon können sich fast mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Bei diesen Geschwindigkeiten entspricht eine Sekunde für die Protonen 11 Monaten für uns. Wir könnten vielleicht auch mit Hilfe der Gravitation in die Zukunft reisen. Diese Idee basiert ebenfalls auf Einsteins Entdeckungen, nämlich seiner allgemeinen Relativitätstheorie. Diese Theorie erklärt, dass je stärker die Gravitation ist, desto langsamer verläuft die Zeit. Das bedeutet, dass je näher sie dem Zentrum der Erde kommen, die Stärke der Gravitation zunimmt. Wenn sie darüber nachdenken, vergeht die Zeit tatsächlich langsamer für ihre Füße als für ihren Kopf. Ist das der Grund, warum ich immer zu spät komme? Gute Ausrede. Dieser Effekt wurde auch gemessen. Mit Hilfe derselben Strategie mit zwei identischen Uhren. Wissenschaftler platzierten sie in verschiedenen Höhen auf Regalen und maßen die Taktung. Die Uhr auf dem unteren Regal tickte langsamer, weil sie eine etwas stärkere Schwerkraft erlebte. Aber diese Option birgt einen Haken. Um in die ferne Zukunft reisen zu können, müssen sie einen Ort mit extrem starker Schwerkraft finden, wie ein schwarzes Loch. Es ist ein Punkt im Raum, an dem die Schwerkraft so stark ist, dass selbst Licht nicht davon entkommen kann. Dort wird die Schwerkraft so intensiv, dass die Materie in einen winzigen Raum gequetscht wird. Je näher sie einem schwarzen Loch kommen, desto langsamer bewegt sich die Zeit. Das Reisen über ein schwarzes Loch ist jedoch sehr gefährlich. Vor allem, weil es ein One-Way-Ticket ist. Sobald sie seine Ränder überqueren, gibt es kein Zurück mehr.
Interessante Tatsache, die GPS-Systeme, die wir auf unseren Handys und in unseren Autos verwenden, müssen bereits die Auswirkungen der Zeitdilatation berücksichtigen, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Das liegt an der Geschwindigkeit der von ihnen verwendeten Satelliten und der Schwerkraft, die sie hier auf der Erde spüren. Ohne diese Korrekturen könnte das GPS ihres Telefons ihren Standort auf der Erde nicht sehr genau bestimmen. Die dritte Option hat weniger mit den unbekannten Kräften des Universums zu tun und mehr mit unseren eigenen Körpern. Wissenschaftler versuchen Wege zu finden, um durch Verlangsamung der eigenen Körperprozesse in die Zukunft zu reisen. Es ist nicht per se Zeitreisen. Sie würden technisch gesehen nirgendwo hingehen. Aber wenn ihr Körper für eine lange Zeit still bleibt, könnten sie schließlich in der Zukunft aufwachen. Einige Tiere, wie Bären und Eichhörnchen, können ihren Stoffwechsel während der Winterruhe verlangsamen, was bedeutet, dass sie nicht so viel Nahrung und Sauerstoff zum Überleben benötigen. Spezialisten versuchen herauszufinden, ob Menschen das Gleiche tun können. Sie arbeiten an Möglichkeiten, Menschen in eine kurzfristige Winterruhe zu versetzen, zunächst für ein paar Stunden. Dies könnte auch für medizinische Notfälle hilfreich sein, um einer Person zu helfen, bevor sie sicher ins Krankenhaus gebracht werden kann. Im Jahr 2005 gelang es Wissenschaftlern, den Stoffwechsel von Mäusen durch die Exposition gegenüber einer geringen Menge speziellen Gases zu verlangsamen. Als sie jedoch versuchten, dasselbe mit größeren Tieren zu tun, funktionierte es nicht so effektiv. Unsere vierte Möglichkeit, durch die Zeit zu reisen, ist wirklich einzigartig. Sie beinhaltet eine besondere Art von Abkürzungen, die in unserem Universum existieren könnten, genannt Wurmlöcher. Bevor wir weitermachen, versuchen wir zu verstehen, was sie sind. Stell dir zwei Bälle und ein Trampolin vor. Wenn auf das Trampolin kein Druck ausgeübt wird, bleibt es flach. Stellen Sie sich nun vor, die beiden Bälle sind symmetrisch auf dem Trampolin platziert. Aus dieser Perspektive besteht keine Möglichkeit, dass sie sich jemals berühren. Aber wenn du genug Druck auf das Trampolin zwischen den beiden Bällen ausübst, kann dieser flexible Stoff so sehr dehnen, dass die beiden Objekte sich möglicherweise berühren könnten. Das Gleiche passiert mit Sternen in verschiedenen Sternensystemen. Sie sind groß genug, um den Raum um sie herum zu krümmen. Deshalb neigen die meisten Planeten dazu, um einen Stern zu kreisen. Der Tunnel zwischen diesen beiden Punkten wäre ein Wurmloch. Diese Wurmlöcher könnten benutzt werden, um große Entfernungen zu reisen, wie 1 Milliarde Lichtjahre oder sogar verschiedene Zeiten zu besuchen. Viele Wissenschaftler wie Stephen Hawking glauben, dass Wurmlöcher auftauchen und verschwinden könnten, aber sehr klein sind, kleiner als Atome. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wie man eins einfangen und vergrößern kann, damit Menschen es nutzen können. Dies würde viel Energie erfordern und wir wissen nicht, ob es überhaupt möglich ist. Einige Astronomen sagen, dass selbst wenn wir ein Wurmloch finden und betreten könnten, es sich schnell auf sich selbst zusammenfallen würde. Selbst die kleinste zusätzliche Masse, wie die unseres Körpers zum Beispiel, kann dazu führen, dass das Wurmloch zuschlägt, wie ein Gummiband, das zu sehr gedehnt wurde. Die fünfte Lösung für Zeitreisen wurde von einem amerikanischen Physiker namens Ron Mallet vorgeschlagen. Sie beinhaltet eine Ressource, von der wir sicher wissen, dass sie im Universum reichlich vorhanden ist. Licht. Der Wissenschaftler schlug eine Theorie über Zeitreisen vor, die einen rotierenden Zylinder aus Licht verwenden würde. Er glaubt, dass, wenn etwas in diesen wirbelnden Zylinder gedroppt würde, es sowohl im Raum als auch in der Zeit bewegt werden könnte. Ähnlich wie eine Blase sich bewegt, wenn man sie mit einem Löffel in seinem Kaffee wirbelt. Laut Mallet könnte die richtige Form des Zylinders Reisen sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft ermöglichen. Der Physiker hat versucht, Geld für ein Experiment aufzutreiben, um seine Theorie zu testen. Dieses Experiment beinhaltet das Durchfallenlassen von winzigen Partikeln, sogenannten Neutronen, durch eine kreisförmige Anordnung von rotierenden Lasern. Andere Wissenschaftler jedoch sagen, dass Mallets Theorie unmöglich ist und es nicht notwendig ist, sie weiter zu testen. Selbst wenn wir schließlich einen Weg gefunden hätten, in die Vergangenheit oder in die Zukunft zu reisen, wäre es sicher? Wissenschaftler sprechen schon seit langem von einem Problem namens Zeitreiseparadoxon. Die Hauptfrage ist, was passieren würde, wenn sie in der Zeit zurückgingen und etwas taten, das die Zukunft änderte. Eine neue Studie von Forschern der Universität von Queensland sagt jedoch, dass dieses Problem vielleicht gar nicht real ist.
Die Wissenschaftler haben einige Berechnungen angestellt und herausgefunden, dass selbst wenn sie etwas in der Vergangenheit geändert hätten, der Zeitstrahl immer noch so enden würde, wie er es tat. Eine andere Variation dieses Problems wird das Großvater-Paradoxon genannt. Stellen Sie sich vor, Sie könnten in der Zeit zurückgehen und dafür sorgen, dass Ihr eigener Großvater keine Nachkommen hat. Wenn man darüber nachdenkt, bedeutet das automatisch, dass Sie eigentlich nicht existieren sollten. Wenn Ihre Großeltern Ihre Eltern nicht hätten, wie könnten Sie dann überhaupt existieren? Nun, heutzutage sind sich Wissenschaftler sicher, dass Sie auch dann noch in der Gegenwart existieren würden, wenn Sie so etwas erlebt hätten. Das liegt daran, dass sich der bereits existierende Zeitstrahl auf irgendeine Weise anpasst. Unabhängig davon, wo die Menschen in der Zeit sind und was sie tun. Oder man besorgt sich einfach 21 Gigawatt und einen DeLorean und macht es wie Marty McFly. Zurück in die Zukunft, Film. Wusstest du, dass es ein astronomisches Objekt gibt, in dem Raum und Zeit die Plätze tauschen? Wie soll das denn gehen, fragst du dich. Und was bedeutet Raum und Zeit tauschen? Lass es uns herausfinden. Stell dir vor, du sitzt in einem Raumschiff. Es kann sich nur geradeaus bewegen. Dein Weg führt zu einem unausweichlichen Punkt. Du hast keine Ahnung, was danach kommt, hoffst aber, dass es nicht so schlimm wird. Währenddessen versinkt alles um dich herum im Chaos, wie eine Collage aus historischen Ereignissen. Was siehst du? Urzeitmenschen und Dinosaurier? Die Geburt des Universums? Deine Zukunft? Wer weiß? So würde jedenfalls das Universum aussehen, wenn Zeit und Raum vertauscht wären. Theoretisch könntest du das sehen, wenn du in ein schwarzes Loch fällst und das irgendwie überlebst. Aber wie ist das überhaupt möglich? Lass uns erstmal über Zeit und Raum sprechen. Du malst jetzt eine Glühbirne auf ein Blatt Papier. Dann nimmst du noch ein Blatt und zeichnest ihr Leuchten ein. Es ist erstmal nur ein kleiner Kreis aus Licht. Noch ein Blatt? Der Lichtkreis wird größer. Es wird immer größer und größer und wird schließlich ein riesiger Kreis. Im echten Leben trifft dich das Leuchten der Glühbirne innerhalb eines Augenblicks. Du weißt, nichts ist schneller im Universum als die Lichtgeschwindigkeit. Aber auf unseren Zeichnungen haben wir die Ausbreitung des Lichts Bild für Bild festgehalten. Wir sehen also, wie das Licht im Lauf der Zeit vom kleinen Punkt zum großen Kreis wird. Wenn du jetzt diese Kreise verbindest, bekommst du was? Jep, einen Kegel. Den nennt man Lichtkegel. Und Zeit ist die zentrale Achse des Kegels. Warum? Weil das Licht mit der Zeit vom kleinen Punkt zum großen Punkt wird. Um das zu veranschaulichen, zeichnen wir einen Zeitvektor, also einen Pfeil in diesen Kegel. Der reicht von der Vergangenheit bis in die Zukunft. Die Kreise sind der Raum. Im Raum können wir uns in jede Richtung bewegen, nach oben und unten oder auch im Zickzack. Aber egal, welche Zickzacklinie wir auf der Zeitachse ziehen, wir bewegen uns immer vorwärts, weil wir die Zeit nicht zurückdrehen oder aufhalten können. Zeit und Raum können wir also folgendermaßen definieren. Die Zeit ist die Richtung, in der der Lichtkegel ausgerichtet ist. Es ist die Richtung, in die alle unsere Wege führen und wo unsere Zukunft liegt. Der Raum bietet aber eine Vielfalt an Richtungen, senkrecht zur Zeitachse. Das ist eine sehr einfache Darstellung. Wenn man die auf das gesamte Universum bezieht, würde die Zeit überall gleich ablaufen. Aber du hast bestimmt schon einige Science-Fiction-Filme gesehen und weißt, dass das nicht der Fall ist. In der Realität kann die Zeit nämlich verrückt spielen. Wenn du zum Beispiel in der Nähe eines schwarzen Lochs 2 Stunden lang chillst, dann sieht dich dein Freund auf der Erde etwa 20 Jahre nicht. Warum? Weil die Gravitation dabei eine wichtige Rolle spielt. Oh, ich weiß, Gravitation gleich Schwerkraft. Der Grund, warum ich am Boden bleibe, denkst du bestimmt. Ja, aber es ist ein bisschen komplizierter. Die Schwerkraft ist eine der grundlegenden physikalischen Kräfte in unserer Welt, was sie sehr mächtig macht. Sogar so mächtig, dass sie Raum und Zeit verzehren kann. Im wahrsten Sinne des Wortes kann sie die Geschwindigkeit der Zeit beeinflussen.
Aber wie? Okay, nehmen wir etwas, das größer ist als eine Glühbirne. Zum Beispiel eine Supernova. Irgendwo im Universum hat ein Stern gerade einen Boom gemacht. Woher wir das wissen? Nun, nichts im Universum. Kein Ton, keine Radiowellen, nichts. Bewegt sich schneller als das Licht. Wir erfahren also nur dann etwas über die Geburt einer Supernova, wenn wir das Licht sehen. Und das wird erst passieren, wenn ihr Lichtkegel groß genug ist und die Erde erreicht. Ihr Lichtkegel wird also größer und größer. Soweit so gut. Dann erreicht er unseren Planeten. Jetzt kommt der Haken. Du weißt, unser Planet ist massiv. Übelst massiv sogar. Und seine Gravitation ist ziemlich stark. Was passiert also? Die Gravitation ändert die Richtung des Lichtkegels. Sie lenkt also den Kegel zum Zentrum unseres Planeten. Mit dabei ist auch der Pfeil der Zeit, wodurch die Zeit verlangsamt wird. Je näher der Lichtkegel zu uns kommt, desto mehr krümmt sich der Pfeil und desto langsamer vergeht die Zeit. Was können wir daraus schlussfolgern? Zum Beispiel, dass die Uhr an deinem Knöchel im Vergleich zur Uhr an deinem Handgelenk nachgeht, dass dein Kopf schneller altert als deine Füße und dass Astronauten in der Umlaufbahn langsamer altern als wir auf der Erde. Das nennt man allgemeine Relativitätstheorie. Okay, aber was hat das mit unserem Thema zu tun? Wir wollen doch verstehen, was passiert, wenn Raum und Zeit vertauscht werden. Keine Panik, wir sind gleich am Ziel. Stell dir jetzt einen kosmischen Körper mit einer unglaublich starken Gravitation vor. Er krümmt Zeit und Raum so weit, dass es sich anfühlt, als wären sie vertauscht. Die Rede ist vom schwarzen Loch. Es zieht absolut alles in sein Zentrum. Kein Stern, kein Planet und kein Licht kann ihm entkommen. Nehmen wir an, unser Lichtkegel nähert sich einem schwarzen Loch. Zuerst krümmt sich wieder die Zeit zum Zentrum, angezogen von der sehr starken Gravitation. Die Zeit wird langsamer und langsamer, je näher der Lichtkegel dem Zentrum kommt. Schließlich überquert er die Grenze des schwarzen Lochs, und zwar dem sogenannten Ereignishorizont. An diesem Punkt wird der Kegel so stark verzerrt, dass er förmlich nach unten zeigt. Die Zeit hat also ihre Richtung geändert. Die Zeit zeigt nach unten? Was ist das denn für ein Unsinn, denkst du? Aber pass auf! Anhand eines realen Beispiels lässt es sich vielleicht besser erklären. Stell dir vor, du bist verrückt genug, um in ein schwarzes Loch zu springen. Deine Freunde sind es nicht und bleiben als Beobachter im Raumschiff. Anfangs ändert sich für dich nichts. Du schaust auf die Uhr, okay, es sind erst 5 Minuten vergangen, alles in Ordnung. Und für deine Beobachter? Sie sehen dir zu, wie du fällst und das für eine sehr, sehr lange Zeit. Sie sitzen schon seit 50 Jahren da und du fällst immer noch, aber nur, weil sich deine Zeit verlangsamt hat. Und weil auch der Raum in der Nähe des schwarzen Lochs verzerrt ist, sehen deine Beobachter, wie du dich quasi in eine Spaghetti verwandelst. Der wissenschaftliche Begriff dazu heißt Spaghettifizierung und dann überschreitest du den Ereignishorizont. Deine Beobachter sehen dich jetzt nicht mehr. Kein Licht kann aus dem schwarzen Loch entkommen. Also kann kein Bild die Augen deiner Beobachter erreichen. Und wie geht's dir im Loch? Wenn du das irgendwie überlebt hast, dann denk jetzt an den Zeitpfeil, der auf das Zentrum des Lochs zeigt. Und das bedeutet, dass das Zentrum des schwarzen Lochs deine Zukunft ist. Es ist kein Ort, sondern das Schicksal, das du nicht ändern kannst. Woher du kommst und der Rest des Universums existieren für dich nicht mehr. Es gibt keine Orte mehr, sondern nur noch Ereignisse aus der Vergangenheit. Da du die Zeit nicht zurückdrehen kannst, wirst du nie wieder zurückkommen. Du willst wissen, was um dich herum passiert? Totales Chaos. Die Lichtstrahlen bewegen sich in alle Richtungen, vorwärts, rückwärts und so weiter. Diese Strahlen sind Ereignisse der Vergangenheit, der Zukunft und der Gegenwart. Sie bewegen sich alle um dich herum. In Wirklichkeit haben Raum und Zeit nicht die Plätze getauscht, aber es fühlt sich so an. Denn jetzt kannst du dich im Raum nur noch vorwärts bewegen, wie auf einer geraden Linie. Aber die Zeit, die die Lichtstrahlen sind, bewegen sich um dich herum in alle Richtungen. Jetzt hast du eine Vorstellung, wie es sich anfühlen würde, wenn sich Zeit und Raum umkehren würden.
Natürlich sind das alles nur Theorien und Vermutungen. Allein die Vorstellung, dass wir uns in eine Richtung bewegen, die wir uns nicht ausgesucht haben und dass dort das totale Zeitchaos herrscht, ist ziemlich gruselig. Aber es wäre bestimmt eine interessante Erfahrung und gefährlich. Gerne überlasse ich dir den Vortritt. Wir reisen 4,6 Milliarden Jahre in der Zeit zurück, um zu sehen, wie unser Sonnensystem geboren wurde. Wow, da ist nichts, das wie ein Stern oder ein Planet aussieht. Es gibt lediglich eine riesige Staubwolke. Man nennt sie Nebel. Er besteht aus Wasserstoffmolekülen, schwereren Elementen und Eis von einem ehemaligen Stern. Aber die Wolke ist nicht dicht und kann sich nicht zu einem Stern oder Planet entwickeln. Dann rollt eine Schockwelle heran, vielleicht sogar mehrere. Ein paar Lichtjahre entfernt ist eine Supernova explodiert. Das passiert, wenn einem Stern der Treibstoff ausgeht und er unter seinem eigenen Gewicht kollabiert. Die Explosion ist so hell, dass sie Dutzende Lichtjahre weit entfernt sichtbar ist. Die Schockwelle der Supernova erreicht unseren Nebel. Wie eine Meereswelle trifft sie die Staubwolke und schiebt sie zusammen. Der Nebel wird dichter und bildet ein gemeinsames Gravitationszentrum, das mehr und mehr Staubpartikel anzieht. Dadurch entsteht enormer Druck im Kern des Nebels. Er beginnt sich zu drehen. Je höher die Masse der zentralen Wolke, desto schneller dreht sie sich. Die Partikel im Kern kollidieren schneller und häufiger. Dadurch steigt die Temperatur des Nebels auf mehrere tausend Grad. Und dabei entsteht ein Protostern, eine junge, instabile Sonne. Als der Kern des Nebels Millionen Grad erreicht, setzt eine Kernreaktion ein. Die Kerne leichterer Elemente wie Wasserstoff und Helium stoßen aufeinander und fusionieren zu schwereren Elementen. Es werde Licht. Vor 4,5 Milliarden Jahren entwickelt sich der Protostern in eine stabile Sonne, allerdings um 30% schwächer leuchtend als heute. Aber jede Menge Staub ist noch übrig. Das ist der Rest des Materials, der nicht an der Bildung unseres Sterns beteiligt war. In dieser Wolke erkennen wir größere Objekte. Schwerere Elemente und Staub sammeln sich und bilden Protoplaneten. In diesem Entwicklungsstadium des Sonnensystems gibt es etwa 100 Protoplaneten in der Größe variierend von Mond bis Mars. Alles ist noch sehr chaotisch. Diese Protoplaneten haben keine feste Umlaufbahn und kollidieren miteinander. Manche zerbersten dabei in mächtigen Explosionen zu Trümmern, andere kollidieren nur tangential und ändern dadurch ihre Flugbahn. In diesem kosmischen Billardspiel gewinnen die größten Protoplaneten. Sie fressen die kleineren Trümmer buchstäblich auf und werden immer größer. Das Chaos hält ungefähr 100 Millionen Jahre an. Man erkennt schon fast fertige Planeten. Merkur, Venus, Erde und Mars. Doch unser Heimatplanet erinnert eher an einen Lavaklumpen. Der ständige Beschuss mit Asteroiden heizt den Planeten kräftig auf. Doch dann kühlt er sich langsam ab. Alles geht gut, bis ein unbekannter Bösewicht des Weges kommt. Theia. Sie ist ein hypothetischer Planet in der Größe des Mars, der sich zu etwa derselben Zeit gebildet hat. Und sie nimmt Kurs auf die Erde, bereit zur Kollision. Rums. Durch den Zusammenstoß bricht ein großes Stück aus unserem Planeten heraus. Theia selbst zerspringt in Einzelteile. Ihr Kern verschmilzt mit dem Erdkern, während der Rest von ihr im Orbit unseres Planeten verweilt. Stück für Stück formen die Trümmer der beiden Planeten einen großen Himmelskörper. Als sich der Staub legt, hat die Erde ihren Satelliten, den Mond. Eine andere Hypothese zur Entstehung des Mondes geht davon aus, dass Theia viel größer als die Erde war, sie aber nur geschrammt hat und weitergezogen ist, ohne großartig Material zu verlieren. Der Mond soll sich umgehend aus den Partikeln unseres Planeten gebildet haben. Beweis für diese Hypothese sind Bodenproben vom Mond, die die Astronauten der Apollo-Mission mitgebracht haben. Die Zusammensetzung des Bodens auf dem Mond ist unserer Erde sehr ähnlich und sie kann nur durch ein gewaltsames Ereignis dort gelandet sein. Gasriesen wie Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun entstehen erst später, weiter entfernt von der Sonne. Diese Planeten sind buchstäblich Gaskugeln. Sie haben keine feste Oberfläche. Wenn du Jupiter betrittst, fällst du, bis du seinen Kern erreichst. Der Mangel einer festen Oberfläche hat verschiedene Gründe. Sie bildeten sich, als die Metalle und Silikate bereits in anderen Planeten gebunden waren. Sie befinden sich auch hinter der Frostlinie. Diese hypothetische Grenze liegt irgendwo hinter dem Mars.
Die Sonne heizt diesen Bereich nicht ausreichend auf, dass Wasser flüssig bleiben könnte. Dort gab es also nur jede Menge Eis und Gas. 3 Millionen Jahre nach der Geburt der Sonne sammeln sich diese Baumaterialien zu einem Proto-Jupiter. Innerhalb von ein paar Millionen Jahren erreicht diese Eiskugel eine Masse von 50 Erden. Und je schwerer sie wird, desto mehr Gas aus der Scheibe zieht sie an. Nach kurzer Zeit saugt Jupiter so viel Material ein, dass er bis auf 318 Erdmassen anschwillt. Jupiter hat ein starkes Gravitationsfeld und hat Einfluss auf alle Objekte zwischen Mars und Jupiter. Protoplaneten kollidieren dort deutlich häufiger und zerfallen. Ergebnis ist der heutige Asteroidengürtel. Diese Bruchstücke sind aufgrund der mächtigen Gravitation des Gasriesen nicht in der Lage, sich wieder zu vollständigen Planeten zusammenzufinden. Saturn ist der nächste der vier Gasriesen. Er ist 3-mal kleiner als Jupiter. Man vermutet, er ist so klein, weil er noch weiter von der Sonne entfernt ist, etwa 10 Erde-Sonne-Entfernungen. Seine Bildung startet noch später, als Jupiter kaum etwas von der Gasscheibe übrig gelassen hat. Aber Saturn hat ein sehr auffälliges Merkmal. Seine Ringe. Sie sind so breit, dass 21 Erden in sie hineinpassen. Und sie sind so dick wie ein 5-stöckiges Gebäude. Wir wissen bis heute nicht, wie sie entstanden sind, aber es gibt 2 Theorien. Bisher haben wir 82 Saturnmonde identifiziert. Es könnten mehr gewesen sein, doch die wurden durch Kollisionen zerstört. Die Fragmente der Monde umkreisten den Gasriesen. Diese Fragmente wiederum kollidierten wieder und zerfielen in noch kleinere Stücke. Trümmer in der Größe von Wolkenkratzern zerrieben sich mit der Zeit zu Sandkörnern. Ja, die Saturnringe bestehen aus kosmischem Staub und Eis. Dann folgen Uranus und Neptun. Sie sind viel kleiner, nur 14 und 17 Erdmassen. Man glaubt, sie konnten die Größe und das Gewicht von Jupiter aufgrund der starken Sonnenwinde nicht erreichen. Diese blasen nämlich die Gase immer weiter aus dem Sonnensystem in den interstellaren Raum hinaus. Es gibt also noch weniger Baumaterial für die neuen Planeten. Als Uranus entstand, kam es zu einer katastrophalen Kollision mit einem anderen Protoplaneten, einem recht großen vermutlich. Dadurch kippte Uranus auf die Seite. Die Rotationsachsen aller Planeten zeigen nach oben, nur die Achse des Uranus weist zur Sonne. Er sieht daher eher wie ein rollender Ball aus. Das bedeutet, er dreht sich gegen seine Bewegungsrichtung. Das ist wie wenn sich bei einem vorwärtsfahrenden Auto die Reifen nach hinten drehen. Hinter den Gasriesen befindet sich der Kuipergürtel. Das ist der Bereich hinter der Umlaufbahn des Neptun. Dort befindet sich der Rest an Asteroiden, Staub und Eis, der von der Bildung des Sonnensystems übrig ist. Er entspricht in etwa dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, nur dass er 100-mal größer ist. Jetzt, da wir wissen, wie es entstanden ist, wollen wir noch erfahren, wie es sterben wird. Die Sonne hat wie jeder Stern eine Lebensdauer. Die Hälfte hat sie schon hinter sich. Jede Sekunde wandelt sie 4 Millionen Tonnen Materie in solare Strahlung um. Mit der Zeit wird ihr der Treibstoff ausgehen und sie wird schwerere Elemente verbrennen. Dadurch steigt ihre Temperatur, Helligkeit und Größe. In 1,1 Milliarden Jahren wird die Sonne 11% heller sein als heute. Die Meere und Ozeane auf der Erde werden verdampfen und unser Planet wird sich aufheizen. In 3,5 Milliarden Jahren erreicht sie eine um 40% höhere Helligkeit. Die Bedingungen auf der Erde werden dann denen auf der Venus entsprechen. Leben wird hier nicht mehr möglich sein. In 7,8 Milliarden Jahren wird die Sonne beginnen, in ihrer Hülle Wasserstoff zu verbrennen. Dadurch dehnt sie sich aus und wird zu einem roten Riesen. Sie ist dann 256-mal größer. Dann wird die äußere Hülle der Sonne bis zur Umlaufbahn der Erde reichen. Aber sie verliert auch an Masse. Daher wäre es möglich, dass die Erde sich ein Stück von der Sonne entfernt. Aber das ist egal, denn Leben auf der Erde wird dann schon seit vielen Millionen Jahren aufgrund der hohen Temperaturen nicht mehr existieren. Und starke Sonnenwinde werden unsere Atmosphäre einfach davonblasen. Dann wird die thermale Pulsation im Innern des Sterns die äußere Schicht der Sonne abstreifen. Diese Hülle wird einen planetaren Nebel bilden, wie er am Anfang unseres Sonnensystems existiert hat. Von der Sonne wird nur noch ein weißer Zwerg in der Größe der Erde übrig bleiben, der in ein paar Milliarden Jahren verglüht. Kennst du den Satz von Stephen Hawking?
Der beste Beweis dafür, dass Zeitreisen nicht möglich sind und niemals möglich sein werden, ist die Tatsache, dass wir nicht von Horden von Touristen aus der Zukunft überrannt werden. Was aber, wenn diese Touristen heimlich in unsere Zeit kommen? Vielleicht bist du schon einmal einem von ihnen begegnet. Werfen wir einen Blick auf einige der berühmtesten Zeitreisenden. Das ist Orin, ein Cyborg aus dem Jahr 2050, der zu uns gekommen ist, um den drohenden Weltuntergang zu verhindern. Im Jahr 2020 behauptete er in einer Fernsehsendung, die Welt sei in einer Matrix gefangen. Schlagzeilen machte Orin, als er einem populären YouTube-Kanal ein Interview gab. Als Beweis für eine Cyborg-Natur demonstrierte er seine Roboterstimme, die mit Hilfe eines einfachen Computerprogramms erzeugt werden kann. Er bezeichnete sich auch als Wir, da er sich als Teil eines kollektiven Bewusstseins sieht, das die Menschheit retten will. Orin wurde für seine Vorhersagen bekannt, die mit denen vieler Experten übereinstimmten. Er behauptete auch, dass ein riesiger Konzern die Menschheit unterdrücke und dass wir uns in einer komplexen Computersimulation befänden. Wenn wir uns nicht bessern und uns nicht umeinander und die Natur kümmern, so Orin, wird es im Jahr 2050 vorbei sein. Obwohl Orin nicht mehr in großen Shows auftritt, hat er eine kleine Fangemeinde, die sich für seine verschiedenen fantastischen Theorien begeistert. Adam Archin, ein Zeitreisender aus dem Jahr 2045, hat in einem populären YouTube-Interview faszinierende Informationen über zukünftige Ereignisse in den USA preisgegeben. Das Interview ging viral und wurde in zahlreichen Zeitungen veröffentlicht. Archin enthüllte, dass die letzte offizielle Präsidentin der Vereinigten Staaten, die Tochter von Martin Luther King III., Yolanda Renee King, sein und als die bedeutendste US-Präsidentin in die Geschichte eingehen wird. Ein weiteres spannendes Ereignis kündigte Archin für das Jahr 2028 an. Er sagte, dass die Menschen von der Existenz außerirdischer Zivilisationen erfahren werden. Interessanterweise behauptete er, dass diese Wesen nicht aus dem Weltall kommen würden. Er sagte auch voraus, dass die Welt zu einer einzigen digitalen Währung übergehen und das Bargeld völlig verschwinden würde. Natürlich glaubte ihm kaum jemand und so unterzogen ihn Experten einem Lügendetektortest, den Adam Archin bestand. Er behauptete, einen implantierten Chip in der Hand zu haben, mit dem er durch die Zeit reisen könne. Im Jahr 2028 würde eine außerirdische Zivilisation auf die Erde kommen und im Jahr 2045 würden sich die Menschen den Robotern annähern. Obwohl der Lügendetektor Archin nicht als Lügner entlarvte, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass er die Wahrheit gesagt hat, da solche Geräte durch spezielles Training getäuscht werden können. Auf jeden Fall werden wir 2028 wissen, ob Archin recht hatte oder nicht. All diese Zeitreisenden kommen in der Vergangenheit an, aber aus unerklärlichen Gründen nutzen sie das Wissen der Zukunft nicht. Wenn du 50 Jahre in die Vergangenheit reisen könntest, was würdest du tun? Vielleicht würdest du Geld in Aktien eines jungen Unternehmens investieren, das zu einem großen, teuren Konzern heranwächst. Das würde alle glauben lassen, dass du wirklich aus der Vergangenheit kommst. Es gibt tatsächlich einen Mann, der genau das getan hat. Er hat $800 an der Börse investiert und daraus 350 Millionen Dollar gemacht. Er heißt Andrew Carlson und er hat 2003 den Jackpot geknackt. Aber er konnte sein reiches Leben nicht genießen, weil das FBI hinter ihm her war. Andrew verkaufte ein paar Aktien und kaufte neue. Innerhalb weniger Monate war er Millionär. Die Börsenaufsicht glaubte nicht an solche Zufälle und informierte das FBI. Während des Verhörs waren sich alle sicher, dass Andrew sich rechtfertigen und sagen würde, er habe Glück gehabt. Stattdessen antwortete er ruhig,
dass er mit einer Zeitmaschine aus dem Jahr 2256 gekommen sei. Natürlich hat das niemand ernst genommen. Doch als das FBI begann, nach Informationen über den Mann zu suchen, fanden sie nichts. Andrew Carlson hatte keine Papiere und war in keiner Datenbank registriert. Er schien einfach aus dem Nichts aufgetaucht zu sein und begann, beträchtliche Geldsummen zu verdienen. Nach einem etwa vierstündigen Verhör verhielt er sich sehr ruhig und schien die Wahrheit zu sagen. Allerdings verriet er nicht, wo sich die angebliche Zeitmaschine befand. Als die Presse von dem Mann erfuhr, wurde er sofort zu einer Berühmtheit. Seriöse Nachrichtenquellen begannen, über Andrew Carlson zu berichten. Artikel erschienen in Japan, Australien, Deutschland, Großbritannien und anderen Ländern. Natürlich riefen Journalisten beim FBI an, um mehr über den Mann zu erfahren. Das FBI erklärte ihnen, dass die ganze Geschichte erfunden sei und es keinen Andrew Carlson gebe. Die Informationen über ihn stammten aus einer Internetquelle, die für ihre Fake News bekannt ist. Irgendwann landete der Artikel über den Zeitreisenden auf Yahoo, wo er sich viral verbreitete. Wie wir sehen, sind alle Behauptungen über Zeitreisende entweder erfunden oder Lügen. Fantasyfilme und Bücher haben die Diskussion über solche Reisen angeregt. Die Popkultur hat dieses faszinierende Konzept stark beeinflusst und verschiedene Theorien aufgestellt, die behaupten, dass Zeitreisen real sind. Manche glauben daran, vor allem diejenigen, die sich von der Wissenschaft entfernt haben. Doch was sagen die Wissenschaftler dazu? Sind Zeitreisen möglich? Die Antwort lautet ja. Zeitreisen sind real, denn wir reisen bereits in der Zeit. Die Zeit bewegt sich vorwärts und wir bewegen uns mit ihr. Das kann man als eine Art Reise betrachten. Aber wenn wir in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen wollen, wird alles viel komplizierter. Kennst du Einsteins Relativitätstheorie? Sie besagt, dass sich die Zeit relativ zum Beobachter bewegt und keinen konstanten Wert hat. Um das besser zu verstehen, hier ein einfaches Beispiel. Du hast 10 Haare auf dem Kopf. Sind das viele oder wenige? 10 Haare in einer Schüssel Suppe? Ist das viel oder wenig? Alles ist relativ und hängt von den Umständen ab. Dieses Prinzip gilt auch für Raum und Zeit. Wenn wir uns mit extrem hoher Geschwindigkeit bewegen, zum Beispiel mit Lichtgeschwindigkeit, verlangsamt sich für uns die Zeit. Ein rennender Mensch nimmt die Zeit anders wahr als ein stehender Mensch. Ebenso wird die Zeit in der Nähe eines massiven Objekts, das zum Beispiel 1000-mal schwerer als die Sonne ist, durch dessen starke Gravitation verlangsamt. In diesem Sinne ist eine Zeitreise möglich, wenn du als alter Mensch deinen Freund so jung triffst, wie er vor 50 Jahren war. Warum bist du so jung? Ach, ich bin die ganze Zeit mit enormer Geschwindigkeit durch den Raum gereist, das ist alles. Das heißt aber nicht, dass dieser Freund einfach 50 Jahre auf dem Raumschiff verbracht hat und nicht gealtert ist. Für ihn verging die Zeit anders. Während für dich auf der Erde 10 Jahre eine lange Zeit sind, sind sie für ihn vielleicht wie eine halbe Stunde vergangen. Sowohl die Schwerkraft als auch die Geschwindigkeit krümmen die Zeit. Deshalb war der Astronaut Scott Kelly, der 1,5 Jahre im All war, bei seiner Rückkehr zur Erde 5 Millisekunden jünger als sein Zwillingsbruder. Scott befand sich in einem Raumschiff, das sich in einer schnellen Umlaufbahn vom Gravitationszentrum des Planeten entfernte. Für ihn verging die Zeit 5 Millisekunden langsamer als für seinen Bruder. Das liegt daran, dass die Geschwindigkeit der Zeit von verschiedenen Beobachtern unter verschiedenen Bedingungen subjektiv wahrgenommen wird. Ein Phänomen, das als Relativität bekannt ist. Aber wie ist es möglich, wie im Film in die Zukunft oder in die Vergangenheit zu reisen? Hier kommen Wurmlöcher ins Spiel. Das sind theoretische Tunnel, die Raum und Zeit durchqueren und verschiedene Zeiten an verschiedenen Orten im Universum miteinander verbinden können. Sie stellen gewissermaßen eine Möglichkeit dar, die Regeln des Universums zu umgehen. Wurmlöcher sind schwer zu fassen, unterschiedlich groß, unberechenbar und können im Raum erscheinen und wieder verschwinden. Wurmlöcher existieren jedoch nur in der Theorie
und in der Science Fiction und wurden in unserem Universum noch nie von Wissenschaftlern entdeckt. Haltet euch fest, wir machen uns auf den Weg zu einem der bizarrsten Orte unseres Universums und ihr werdet ein mysteriöses Phänomen sehen, das bislang nur wenige gesehen haben. Astronomen haben kürzlich entdeckt, dass das supermassereiche schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße lecken könnte. Warum ist das so wichtig? Weil es bedeuten könnte, dass dieses schwarze Loch mit dem Namen Sagittarius A Stern, das 4,1 Millionen Mal so massereich ist wie die Sonne, nicht der schlafende Riese ist, für den wir es gehalten haben. Es könnte noch aktiv sein und das Leck, das Forscher aufgezeichnet haben, könnte der Schluckauf des Lochs sein, während es Gaswolken schluckt. Hey, das mache ich manchmal auch. Während ihrer Forschung nutzte die Astronomengruppe das Weltraumteleskop Hubble. Sie entdeckten einen Strahl, der wie ein Schweißbrenner aussah. Er flog in die Wasserstoffwolken in der Mitte unserer Galaxie. Der Strahl schien Gas auszuspucken, wie ein Gartenschlauch in einen Sandhaufen. Im Umfeld anderer aktiver schwarzer Löcher, welche eine starke Anziehungskraft haben, kommt das oft vor. Teile dieser Materie werden in das schwarze Loch gesogen, aber ein kleiner Teil wird von starken Magnetfeldern abgestoßen. Untersuchungen legen nahe, dass riesige Gaswolken von supermassereichen schwarzen Löchern verschluckt werden, wenn sie ihnen zu nahe kommen. Und dann rülpst das schwarze Loch kleine Materiestrahlen aus. Fermi-Blasen könnten die Ergebnisse dieser Rülpse sein, die vor 2 bis 4 Millionen Jahren stattfanden. Doch kürzlich fanden Forscher eine weitere riesige, leuchtende, heiße Gasblase. Sie war entlang des Strahls ausgerichtet, der sich für 35 Lichtjahre oder mehr aus dem supermassereichen schwarzen Loch erstreckt. Astronomen vermuten, dass der Strahl in die Gaswolke geschossen sein und sie aufgebläht haben könnte. Besuchen wir einige andere atemberaubende Orte im Universum. Aber Vorsicht, einige von ihnen sind extrem gefährlich. Wie dieser rotierende Neutronenstern, den man Schwarze Witwe nennt. Genau wie seine Namensgeberin frisst er seinen Partner auf, einen leichten braunen Zwerg. Je mehr Materie dieser Pulsar konsumiert, desto langsamer rotiert er. Die Energie, die der Neutronenstern dabei abgibt, lässt seinen Partnerstern schrumpfen. Falls sie existiert, ist nukleare Pasta die stärkste Materie im Universum. Sie entsteht aus den Überresten toter Sterne und formt spaghetti-ähnliche Materiestränge. Sie kann brechen, aber nur unter dem 10-milliardenfachen Druck von Stahl. Wie wär's mit einem Planeten, auf dem es Glas regnet? Zugegeben, ich habe wenig Lust. Dieser hellblaue Exoplanet sieht friedlich und irgendwie vertraut aus. Sieht er nicht ein bisschen aus wie die Erde? Aber sein hübsches Äußeres täuscht über seine schreckliche Natur hinweg. Seine Winde fegen mit 8.700 km/h über seine Oberfläche, mit 7-facher Schallgeschwindigkeit. Aber das ist nicht das Schlimmste. Auf dieser glühend heißen Alienwelt regnet es Glas, und zwar seitwärts. Sonnentsunamis sind ein solares Phänomen, das man auch Terminator-Ereignis nennt. Diese Tsunamis finden am Äquator der Sonne statt. Katastrophale Kollisionen von Magnetfeldern rufen dabei Zwillingstsunamis aus Plasma hervor. Diese Tsunamis rasen mit einer Geschwindigkeit von 300 Metern pro Sekunde über die Sonnenoberfläche. Sie können wochenlang andauern und treten etwa alle 10 Jahre auf. Seht euch diesen Weltraumkörper an. Sein Spitzname lautet Hyperion. Dieser Saturnmond ist einer der bizarrsten Monde des Sonnensystems. Doch sein Aussehen ist noch nicht das Merkwürdigste. Dieser Bimsstein-ähnliche Stein voller Krater ist elektrostatisch aufgeladen. Und diese Elektrizität gibt er ab. Seht her, ein Einzelgängerplanet mit Nordlichtern. Einzelgängerplaneten haben sich von ihren Elternsternen getrennt und treiben nun ziellos durch die Galaxien. Doch einer von ihnen, der 200 Lichtjahre von der Erde entfernt ist, unterscheidet sich von den anderen. Er hat die Größe eines Planeten und sein Magnetfeld ist 200 Mal stärker als das von Jupiter. Dieses Feld ist so stark, dass es Lichterscheinungen in seiner Atmosphäre hervorruft. Haltet euch von schwarzen Löchern fern! Muss ich euch wirklich warnen? Ja, sie gehören zu den gefährlichsten Dingen im Universum. Aber was ist mit winzigen schwarzen Löchern? Anders als ihre riesigen Geschwister könnten die hypothetischen sogenannten Micro-Black-Holes wirklich winzig sein, nicht größer als ein Atom. Aber selbst so ein Winzling könnte die Masse von 1000 Autos haben.
Eine Theorie besagt, dass nach dem Urknall und der Entstehung des Universums Tausende von Micro-Black-Holes entstanden sein könnten. Ein paar Wissenschaftler behaupten sogar, dass jeden Tag einige winzige schwarze Löcher durch unseren Planeten fliegen. Ah, den nächsten Halt werdet ihr bestimmt mögen. Ein brennender Eisplanet. Der ferngelegene neptungroße Exoplanet Gliese 436b ist ein Paradoxon. Er besteht aus glühend heißem Eis. Der Planet umrundet in nur 2 Tagen den roten Zwerg Gliese 436. Das bedeutet, dass er sehr nah an seinem Elternstern vorbeifliegt. Und das könnte auch der Grund dafür sein, dass seine Temperatur selten unter 427 Grad liegt. Aber das Merkwürdigste daran, auf dem Planeten finden sich riesige Mengen von Wassereis, das als Eis X bekannt ist und selbst bei extremer Hitze gefroren bleibt. Wenn ihr Schmuck liebt, dann werdet ihr das lieben, ein Diamantplanet. Etwa 4000 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt ein Planet, der ein riesiger Diamant zu sein scheint. Er hat eine höhere Dichte als alle anderen bislang bekannten Planeten und besteht größtenteils aus Kohlenstoff. Er ist so dicht, dass Astronomen glauben, der Kohlenstoff könnte kristallisiert sein. Und das könnte bedeuten, dass er teilweise aus Diamant besteht. Es könnte Monde geben, die andere Monde umkreisen oder auch nicht. Da sind sich Astronomen noch nicht einig. Planeten kreisen um Sterne und Monde um Planeten. Warum kann es dann keine Mondmonde, auch als Submonde bekannt, geben? Mondmond klingt ja schon lustig, aber nein. Forscher meinen, dass Mondmonde existieren könnten. Aber der Elternmond müsste massereich genug sein. Der Mondmond müsste klein genug sein. Und zwischen den beiden müsste ein großer Abstand bestehen. Jetzt nehme ich euch mit in die lebende Fossiliengalaxie. DGSAT-1 ist so groß wie die Milchstraße, aber sie ist fast unsichtbar, weil ihre Sterne sehr weit auseinander liegen. Was diese Galaxie einzigartig macht, ist, dass sie ganz allein im All ist, was bei anderen Galaxien dieser Art anders ist. Diese findet man normalerweise in Gruppen. Das bedeutet, dass DGSAT-1 in einer anderen Ära entstanden sein könnte, vermutlich nur 1 Milliarde Jahre nach dem Urknall. Wenn das stimmt, ist die Galaxie ein echtes lebendes Fossil. Das nächste Weltraumphänomen werdet ihr nicht sehen können. Einfach weil Menschen kein Infrarotlicht sehen können. Ich rede von einem Infrarotstrom aus dem All. Neutronensterne sind extrem dichte, kollabierte Kerne riesiger Sterne. Normalerweise senden sie Röntgenstrahlung oder Radiowellen aus. Aber 2018 entdeckten Astronomen einen merkwürdigen Strahl an Infrarotlicht. Er schien von einem Neutronenstern zu stammen, der 800 Lichtjahre von unserem Planeten entfernt ist. Dieses Signal wurde vermutlich durch eine Staubscheibe hervorgerufen, die den Planeten umgibt. Aber diese Theorie wurde noch nicht bewiesen. Hinter der Umlaufbahn von Neptun liegt der geheimnisvolle Kuipergürtel voller riesiger Eisobjekte. Das Interessante an diesem Gebilde ist, dass Forscher sein Bewegungsmuster nicht erklären können. Ihre einzige Erklärung ist, dass Neptun einen riesigen Planeten verdecken könnte. Dieser hypothetische Planet wird inzwischen Planet 9 genannt. Und wir müssen nur noch warten, bis seine Existenz bewiesen wird. Oder auch nicht. Besuchen wir unseren Stern. Aber wir müssen aufpassen, dass wir ihm nicht zu nahe kommen. Denn die Atmosphäre der Sonne ist heißer als ihre Oberfläche. Ihre Oberfläche kann zwar bis zu 5500 Grad heiß werden, die Hochatmosphäre ist jedoch Millionen von Grad heiß. Forscher vermuten, dass Hitzeexplosionen der Sonne mit diesem einzigartigen Phänomen zu tun haben könnten. Dieses Weltraumobjekt sollte man auch besuchen. Haumea, ein Zwergplanet, der den Kuipergürtel umkreist. Er hat eine bizarre, längliche Form und 2 Monde. Ein Tag auf diesem Planeten dauert 4 Stunden, womit er das am schnellsten rotierende große Objekt unseres Sonnensystems ist. Aber das Spannendste an Haumea ist, dass ein 64 Kilometer großer Ring den Planeten umkreist. Ring, ding, ding! Hast du dich schon mal gefragt, wie ein schwarzes Loch klingt? Die NASA hat es für dich aufgenommen. Das ist ein schreiendes schwarzes Loch. Schreien im Weltraum, wie soll das denn gehen, wenn man im All nichts hört, wirst du sagen. Pass auf, ich erklär's dir. Mit einem Teleskop untersuchte die NASA 2002 die Bewegungen von Gas in einem Galaxienhaufen. Dann haben sie das, was sie gefunden haben, in eine Sonifikation umgewandelt, also einen Klang erzeugt.
Was man hörte, klang zwar nicht besonders schön, aber okay. Immerhin konnte man den Krach hören, den das heiße Gas in dem 250 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxienhaufen erzeugt. Hey, willst du hören, wie Gase auf der Erde klingen? War nur so eine Idee. Die Schallwellen, die sich dort oben im Gascluster ausbreiten, wurden von Fachleuten auf den Bereich des menschlichen Gehörs skaliert. Sie haben also Daten vom Teleskop umgewandelt. Das Prinzip ist universell. In unserer Atmosphäre können wir Dinge hören, weil sich Druckwellen durch ein Medium wie Flüssigkeit oder Gas bewegen. Auch die Schallwellen in diesen Galaxien bewegen sich, weil sie ja von Gas umgeben sind. Du fragst dich, was das mit schwarzen Löchern zu tun hat. Naja, das, was diese Druckwellen in dem Cluster auslöst, ist ein riesiges schwarzes Loch. Genauer gesagt, es ist ein supermassives schwarzes Loch, das millionenmal mehr wiegt als die Sonne. Wow. Fachleute verstehen die Verbindung zwischen supermassiven schwarzen Löchern und den Clustern, die sie umgeben, noch nicht ganz. Sie wissen nur, dass sich beide gemeinsam entwickeln und in einer Wechselbeziehung zueinander stehen. Das Cluster füttert das schwarze Loch mit Material und im Gegenzug heizt das schwarze Loch das Cluster auf. Mehr wissen wir bisher noch nicht. Ich habe mich ja gefragt, wie groß die größten schwarzen Löcher sind. Herausgefunden habe ich, dass es 4 Arten von schwarzen Löchern gibt: stellare, mittelgroße, supermassive und kleine. Die größten fallen natürlich in die Kategorie der supermassiven Löcher. Und das größte, das wir bisher im Universum entdeckt haben, ist etwa 66 Milliarden Mal größer als die Sonne. Es ist auch eines der hellsten Objekte im Universum. In der Astronomie wird das Weltall abgescannt und man findet immer wieder neue schwarze Löcher. Weißt du eigentlich, wann das erste schwarze Loch entdeckt wurde? Das war 1971. Es wurde von verschiedenen Forschungseinrichtungen unabhängig voneinander entdeckt. Man konnte erstmals bestätigen, dass diese Objekte aus den Überresten massereicher Sterne entstehen und dass ein schwarzes Loch nach der Entstehung alles in der Nähe verschlingt. Ich erkläre dir kurz, wie diese Weltraumobjekte funktionieren. Also, ihre Gravitationskraft ist super stark. Nichts kann einem schwarzen Loch entkommen, nachdem es einmal den Ereignishorizont überschritten hat. Schwarze Löcher verschlingen wirklich alles. Sie fangen sogar Licht ein. Noch cooler, aber auch gruseliger ist, dass die Gesetze von Zeit und Raum dort verzerrt werden. Falls du in ein schwarzes Loch fällst, hättest du mehr Zeit zum Nachdenken, weil die Zeit dort langsamer abläuft. Einstein erklärte das in seiner allgemeinen Relativitätstheorie. Einfach ausgedrückt geht es darum, dass die Zeit davon beeinflusst wird, wie schnell du dich bewegst. Übrigens hat die NASA ein schnell wachsendes schwarzes Loch entdeckt. Aber keine Panik, unsere Welt ist nicht in Gefahr. Dieses schwarze Loch behält man in der Astronomie schon länger im Auge. Es liegt in einer Region eines gut untersuchten Himmelsfeldes. Es heißt, dass sich dieses Loch 750 Millionen Jahre nach dem Urknall gebildet hat. Du weißt schon, das war die Geburt unseres Universums. Also, warum sind schwarze Löcher so hell? Das klingt ein bisschen ironisch. Immerhin sind schwarze Löcher so dicht, dass sogar Licht darin gefangen wird. Wie können sie also hell sein? Aber hör dich in der Astrophysik um. Man wird dir bestätigen, dass schwarze Löcher zu den hellsten Objekten im Weltraum gehören. Und das liegt daran, dass schwarze Löcher nicht alleine existieren. Sie befinden sich in den Zentren von Galaxien und sind von Wolken aus heißem Gas umgeben. Und diese Wolken bilden eine kosmische Aura um schwarze Löcher. Ich muss allerdings erwähnen, dass du ein schwarzes Loch nicht direkt sehen kannst. Was du siehst, sind seine Auswirkungen auf seine Umgebung. Du kannst zum Beispiel sehen, wie Weltraumobjekte von einem schwarzen Loch zerrissen werden. Vielleicht erinnerst du dich ja noch an das Bild, das 2019 veröffentlicht wurde und die Silhouette eines schwarzen Lochs zeigt. Das ist der Beweis. Wir würden das schwarze Loch nicht sehen, wenn es nicht diesen orangefarbenen Ring hätte. Aber warum ist er orange und nicht grün oder lila? Der dunkle Kreis im Inneren ist der Schatten des schwarzen Lochs. Das leuchtende Orange des Rings auf dem Bild ist aber nicht der echte Farbton des Gases. Das ist nur eine Darstellung, die man gewählt hatte, um die Helligkeit der Emissionen zu zeigen. Es heißt nämlich, Gelb hat die stärkste Emission, Rot ist weniger intensiv und Schwarz hat wenig oder gar keine Emission. Im optischen Bereich würde dieser Ring wahrscheinlich weiß erscheinen, vielleicht mit einem Hauch von Blau oder Rot. Spaghettifizierung ist nicht nur ein Wort, sondern auch ein Fachbegriff und damit wird eine interessante Fähigkeit von schwarzen Löchern beschrieben.
wenn eine Giraffe in ein schwarzes Loch fallen würde, würde sie sich zu einer langen Spaghetti ausdehnen. Auf der Erde sind die Beine der Giraffe näher am Erdmittelpunkt, das heißt, sie werden stärker angezogen als ihr Kopf. Was ziemlich gut für die Giraffe ist. Bei einem schwarzen Loch sieht das aber anders aus. Dort herrscht eine extreme Gravitation. Je näher die Beine der Giraffe an das Zentrum des schwarzen Lochs kommen, desto stärker werden sie durch die Gravitation gestreckt und sie bewegen sich auch schneller. Aber der Oberkörper der Giraffe wäre weiter entfernt und würde sich nicht so schnell Richtung Zentrum bewegen wie ihre Beine. Das ist mit Spaghettifizierung gemeint. Gibt's vegane Fleischbällchen dazu? Nein? Okay. Das schwarze Loch unterscheidet sich von unserer Sonne nur dadurch, dass das Zentrum des Lochs aus superdichtem Material besteht. Es verleiht ihm ein so starkes Gravitationsfeld, das alles einfängt, wie schon gesagt, auch Licht. Und deswegen können wir schwarze Löcher nicht direkt sehen. Wusstest du eigentlich, dass man theoretisch alles in ein schwarzes Loch verwandeln kann? Wenn du zum Beispiel unsere Sonne auf einen Durchmesser von etwa 6 Kilometern schrumpfen würdest, würdest du ihre Materie im Inneren auf eine extrem kleine Größe komprimieren, wodurch aus unserem Stern ein schwarzes Loch werden würde. Das gleiche könntest du mit einem Planeten und sogar mit deinem Körper machen. Gibt es eigentlich auch weiße Löcher oder sind sie nur ein Mythos? Weiße Löcher existieren in der Theorie. Hypothetisch gesehen funktionieren sie genau umgekehrt wie schwarze Löcher. Das heißt, nichts kann in sie eindringen. In der Physik betrachtet man schwarze und weiße Löcher als Yin und Yang oder als zwei Seiten einer Medaille. Und es heißt, dass ein weißes Loch genauso aussieht wie ein schwarzes Loch, wobei aus dem ersten Dinge austreten. Die Existenz von weißen Löchern ist aber noch nicht bewiesen. Und was ist mit Wurmlöchern? Es gibt so viele Filme über schwarze Löcher und Wurmlöcher. Wie viele basieren auf der Realität und wie viele sind reine Fiktion? Manche Leute glauben ja, dass schwarze Löcher wie Wurmlöcher funktionieren. Du gehst rein und kommst in einem anderen Teil des Universums wieder raus. Aber da wir noch nicht genug über diese Physik wissen, kann niemand beweisen, dass diese Theorie falsch oder richtig ist. In der Astrophysik heißt es, dass wir eine solide Theorie brauchen, die die allgemeine Relativitätstheorie mit der Quantenmechanik vereint. Also, schwarze Löcher gehören zu den größten Strukturen im Universum, aber gibt es auch winzige Exemplare? Die Masse des kleinsten schwarzen Lochs, das wir kennen, ist nur dreimal so groß wie die unserer Sonne. Anscheinend können schwarze Löcher auch verschwinden. Stephen Hawking entwickelte die Hawking-Strahlung-Theorie. Sie besagt, dass die Strahlung die Masse und Rotationsenergie von schwarzen Löchern verringert, bis sie schließlich verdampfen. Dieser Prozess läuft allerdings sehr langsam ab, wenn es nicht gerade ein kleines schwarzes Loch ist. Man hat ein schwer fassbares schwarzes Loch in unserer Nachbargalaxie entdeckt. Das Besondere an diesem Loch ist, dass es das erste ruhende stellare schwarze Loch außerhalb unserer Galaxie ist. Diese Art ist extrem schwer zu beobachten, weil sie kaum mit ihrer Umgebung interagiert. Diese Löcher geben nicht so viel Strahlung ab wie andere. Aber zurück zur Erde. Wie sieht es mit Senklöchern aus? Okay, das ist eine andere Physik, aber wenn du den Ereignishorizont überschreitest, ist auch dein Auto weg. Ups! Wusstest du, dass es ein astronomisches Objekt gibt, in dem Raum und Zeit die Plätze tauschen? Wie soll das denn gehen, fragst du dich. Und was bedeutet Raum und Zeit tauschen? Lass es uns herausfinden. Stell dir vor, du sitzt in einem Raumschiff. Es kann sich nur geradeaus bewegen. Dein Weg führt zu einem unausweichlichen Punkt. Du hast keine Ahnung, was danach kommt, hoffst aber, dass es nicht so schlimm wird. Währenddessen versinkt alles um dich herum im Chaos, wie eine Collage aus historischen Ereignissen. Was siehst du? Urzeitmenschen und Dinosaurier? Die Geburt des Universums? Deine Zukunft? Wer weiß? So würde jedenfalls das Universum aussehen, wenn Zeit und Raum vertauscht wären. Theoretisch könntest du das sehen, wenn du in ein schwarzes Loch fällst und das irgendwie überlebst. Aber wie ist das überhaupt möglich? Lass uns erstmal über Zeit und Raum sprechen. Du malst jetzt eine Glühbirne auf ein Blatt Papier. Dann nimmst du noch ein Blatt und zeichnest ihr Leuchten ein. Es ist erstmal nur ein kleiner Kreis aus Licht. Noch ein Blatt? Der Lichtkreis wird größer. Es wird immer größer und größer und wird schließlich ein riesiger Kreis.
Im echten Leben trifft dich das Leuchten der Glühbirne innerhalb eines Augenblicks. Du weißt, nichts ist schneller im Universum als die Lichtgeschwindigkeit. Aber auf unseren Zeichnungen haben wir die Ausbreitung des Lichts Bild für Bild festgehalten. Wir sehen also, wie das Licht im Lauf der Zeit vom kleinen Punkt zum großen Kreis wird. Wenn du jetzt diese Kreise verbindest, bekommst du was? Yep, einen Kegel. Den nennt man Lichtkegel. Und Zeit ist die zentrale Achse des Kegels. Warum? Weil das Licht mit der Zeit vom kleinen Punkt zum großen Punkt wird. Um das zu veranschaulichen, zeichnen wir einen Zeitvektor, also einen Pfeil in diesen Kegel. Der reicht von der Vergangenheit bis in die Zukunft. Die Kreise sind der Raum. Im Raum können wir uns in jede Richtung bewegen, nach oben und unten oder auch im Zickzack. Aber egal, welche Zickzacklinie wir auf der Zeitachse ziehen, wir bewegen uns immer vorwärts, weil wir die Zeit nicht zurückdrehen oder aufhalten können. Zeit und Raum können wir also folgendermaßen definieren. Die Zeit ist die Richtung, in der der Lichtkegel ausgerichtet ist. Es ist die Richtung, in die alle unsere Wege führen und wo unsere Zukunft liegt. Der Raum bietet aber eine Vielfalt an Richtungen, senkrecht zur Zeitachse. Das ist eine sehr einfache Darstellung. Wenn man die auf das gesamte Universum bezieht, würde die Zeit überall gleich ablaufen. Aber du hast bestimmt schon einige Science-Fiction-Filme gesehen und weißt, dass das nicht der Fall ist. In der Realität kann die Zeit nämlich verrückt spielen. Wenn du zum Beispiel in der Nähe eines schwarzen Lochs 2 Stunden lang chillst, dann sieht dich dein Freund auf der Erde etwa 20 Jahre nicht. Warum? Weil die Gravitation dabei eine wichtige Rolle spielt. Oh, ich weiß, Gravitation gleich Schwerkraft. Der Grund, warum ich am Boden bleibe, denkst du bestimmt. Ja, aber es ist ein bisschen komplizierter. Die Schwerkraft ist eine der grundlegenden physikalischen Kräfte in unserer Welt, was sie sehr mächtig macht. Sogar so mächtig, dass sie Raum und Zeit verzehren kann. Im wahrsten Sinne des Wortes kann sie die Geschwindigkeit der Zeit beeinflussen. Aber wie? Okay, nehmen wir etwas, das größer ist als eine Glühbirne. Zum Beispiel eine Supernova. Irgendwo im Universum hat ein Stern gerade einen Boom gemacht. Woher wir das wissen? Nun, nichts im Universum, kein Ton, keine Radiowellen, nichts, bewegt sich schneller als das Licht. Wir erfahren also nur dann etwas über die Geburt einer Supernova, wenn wir das Licht sehen. Und das wird erst passieren, wenn ihr Lichtkegel groß genug ist und die Erde erreicht. Ihr Lichtkegel wird also größer und größer. Soweit so gut. Dann erreicht er unseren Planeten. Jetzt kommt der Haken. Du weißt, unser Planet ist massiv. Übelst massiv sogar. Und seine Gravitation ist ziemlich stark. Was passiert also? Die Gravitation ändert die Richtung des Lichtkegels. Sie lenkt also den Kegel zum Zentrum unseres Planeten. Mit dabei ist auch der Pfeil der Zeit, wodurch die Zeit verlangsamt wird. Je näher der Lichtkegel zu uns kommt, desto mehr krümmt sich der Pfeil und desto langsamer vergeht die Zeit. Was können wir daraus schlussfolgern? Zum Beispiel, dass die Uhr an deinem Knöchel im Vergleich zur Uhr an deinem Handgelenk nachgeht, dass dein Kopf schneller altert als deine Füße und dass Astronauten in der Umlaufbahn langsamer altern als wir auf der Erde. Das nennt man allgemeine Relativitätstheorie. Okay, aber was hat das mit unserem Thema zu tun? Wir wollen doch verstehen, was passiert, wenn Raum und Zeit vertauscht werden. Keine Panik, wir sind gleich am Ziel. Stell dir jetzt einen kosmischen Körper mit einer unglaublich starken Gravitation vor. Er krümmt Zeit und Raum so weit, dass es sich anfühlt, als wären sie vertauscht. Die Rede ist vom schwarzen Loch. Es zieht absolut alles in sein Zentrum. Kein Stern, kein Planet und kein Licht kann ihm entkommen. Nehmen wir an, unser Lichtkegel nähert sich einem schwarzen Loch. Zuerst krümmt sich wieder die Zeit zum Zentrum, angezogen von der sehr starken Gravitation. Die Zeit wird langsamer und langsamer, je näher der Lichtkegel dem Zentrum kommt. Schließlich überquert er die Grenze des schwarzen Lochs, und zwar dem sogenannten Ereignishorizont.
An diesem Punkt wird der Kegel so stark verzerrt, dass er förmlich nach unten zeigt. Die Zeit hat also ihre Richtung geändert. Die Zeit zeigt nach unten? Was ist das denn für ein Unsinn, denkst du? Aber pass auf! Anhand eines realen Beispiels lässt es sich vielleicht besser erklären. Stell dir vor, du bist verrückt genug, um in ein schwarzes Loch zu springen. Deine Freunde sind es nicht und bleiben als Beobachter im Raumschiff. Anfangs ändert sich für dich nichts. Du schaust auf die Uhr, okay, es sind erst 5 Minuten vergangen, alles in Ordnung. Und für deine Beobachter? Sie sehen dir zu, wie du fällst, und das für eine sehr, sehr lange Zeit. Sie sitzen schon seit 50 Jahren da und du fällst immer noch, aber nur, weil sich deine Zeit verlangsamt hat. Und weil auch der Raum in der Nähe des schwarzen Lochs verzerrt ist, sehen deine Beobachter, wie du dich quasi in eine Spaghetti verwandelst. Der wissenschaftliche Begriff dazu heißt Spaghettifizierung. Und dann überschreitest du den Ereignishorizont. Deine Beobachter sehen dich jetzt nicht mehr. Kein Licht kann aus dem schwarzen Loch entkommen. Also kann kein Bild die Augen deiner Beobachter erreichen. Und wie geht's dir im Loch? Wenn du das irgendwie überlebt hast, dann denk jetzt an den Zeitpfeil, der auf das Zentrum des Lochs zeigt. Und das bedeutet, dass das Zentrum des schwarzen Lochs deine Zukunft ist. Es ist kein Ort, sondern das Schicksal, das du nicht ändern kannst. Woher du kommst und der Rest des Universums existieren für dich nicht mehr. Es gibt keine Orte mehr, sondern nur noch Ereignisse aus der Vergangenheit. Da du die Zeit nicht zurückdrehen kannst, wirst du nie wieder zurückkommen. Du willst wissen, was um dich herum passiert? Totales Chaos. Die Lichtstrahlen bewegen sich in alle Richtungen, vorwärts, rückwärts und so weiter. Diese Strahlen sind Ereignisse der Vergangenheit, der Zukunft und der Gegenwart. Sie bewegen sich alle um dich herum. In Wirklichkeit haben Raum und Zeit nicht die Plätze getauscht, aber es fühlt sich so an. Denn jetzt kannst du dich im Raum nur noch vorwärts bewegen, wie auf einer geraden Linie. Aber die Zeit, die Lichtstrahlen sind, bewegen sich um dich herum in alle Richtungen. Jetzt hast du eine Vorstellung, wie es sich anfühlen würde, wenn sich Zeit und Raum umkehren würden. Natürlich sind das alles nur Theorien und Vermutungen. Allein die Vorstellung, dass wir uns in eine Richtung bewegen, die wir uns nicht ausgesucht haben und dass dort das totale Zeitchaos herrscht, ist ziemlich gruselig. Aber es wäre bestimmt eine interessante Erfahrung und gefährlich. Gerne überlasse ich dir den Vortritt.